aus München Florian von Brunn, Spitzenkandidat der SPD, und Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP. Guten Abend. Wir reden über 6 große Themen. Das sind Themen, die den Bayern wirklich unter den Nägeln brennen. Und bei jedem Thema wird es Duelle geben zwischen Ihnen, jeweils 2 von Ihnen. Ja, und wie gestern, keiner kennt die Fragen. Wir werden auch auf die Redezeiten achten, dass es in etwa ausgeglichen ist. Wir blenden das dann später auch mal ein. Und damit wir gleich auf Betriebstemperatur kommen, machen wir eine kleine Aufwärmrunde mit Ihnen. Ja, beginnen mit Herrn Hagen. Da würde man gerne mal wissen, unter 5% in den letzten Umfragen. Haben Sie einen Plan B? Was kommt danach? Ja, unser Plan A ist, dass die Bürgerinnen und Bürger erkennen, dass es um jede Stimme jetzt ankommt. Wer eine liberale Kraft im Landtag will, der wählt am Sonntag die FDP. Und dann wollen wir weiter liberale Politik für Bayern gestalten. Ich glaube, das wäre gut für unser Land. Herr von Brunn, die bayerische SPD ist immer noch einstellig in Umfragen. Und jetzt hat es Sie auch noch erwischt. Sie sind krank geworden, kurz vor knapp, deshalb zugeschaltet aus München. Heißt das, der Endspurt des Wahlkampfes, der fällt flach für Sie? Sie sehen ja, wir sind trotzdem dabei oder ich bin trotzdem dabei. Und von Umfragen lasse ich mich nicht irritieren. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt. Und allen geht es um ein bezahlbares Bayern. Genau das, wofür wir eintreten, ein starkes Bayern, das sich alle leisten können mit bezahlbaren Wohnungen, mit kostenlosen Kita-Plätzen, mit guter bezahlbarer Pflege. Und da kämpfe ich jetzt und da kämpfen wir weiter bis zum Sonntag. Herr Böhm, auch Sie kämpfen bis zum Sonntag. Auf den letzten Metern wollen Sie noch mal richtig punkten. Nun sind Sie einer von 2 Spitzenkandidaten der AfD. Haben Sie Stöckchen gezogen, wer heute hierher kommt? Tja, Stöckchen gezogen wäre übertrieben. Wir haben ganz vernünftige Diskussionsrunden im Hintergrund, bei denen wir uns das einteilen, wer welche Veranstaltung besucht. Das sind genug Veranstaltungen und ich bin froh, heute bei Ihnen zu sein. Herr Aiwanger, gestern hat Herr Söder gesagt, er müsse auf Sie aufpassen, wo Sie hinlaufen. Wie intensiv lassen Sie sich von der CSU politisch tracken? Ja, es ist ja schön, dass sich die CSU so interessiert, was wir tun. Wir haben sie bei vielen Themen auf unsere Spur geführt. Abschaffung der Studiengebühren oder Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Jetzt das Thema auch gegen die Erbschaftssteuer. Und da freut es mich, wenn wir genauestens beobachtet werden und wenn wir dann Nachfolger finden, die genau das tun wollen, was wir hier in der Spur vorgeben. Also ich lasse mich hier gerne von der CSU observieren. Jetzt stimmt die Betriebstemperatur, auf geht's in den ersten Schlagabtausch. Großes Thema heute, das wir jetzt gleich erwähnen. Es heißt auf jeden Fall jetzt jeder gegen jeden in der Konfrontation. Und bei jedem Themenkomplex wird es so sein, dass 2 von Ihnen gegeneinander ins Duell gehen. Danach werden wir dann öffnen, die Diskussion für alle. Und wir losen aus, wie die jeweiligen Paarungen aussehen. Ja, und jetzt geht's los mit dem Thema Migration. Ganz klar, das sind Themen, die gerade in den Kommunen eine große Rolle spielen. Gerade wohin mit den Flüchtlingen, die kommen? Gibt es genug Unterkünfte? Das ist nur ein Aspekt bei dem Thema. Und da geht's jetzt los. Und da beginnt gleich das erste. Greife mal in die Losschüssel und falte das hier auf. Unser erstes Duell von Brunn. Also auswärts gegen Martin Hagen. Genau, und Sie haben gegen Martin Hagen. 2,5 Minuten. Wie gesagt, Thema Migration. Wie lösen wir die Probleme in Bayern? Das jetzt Ihnen überlassen, wie Sie das auflösen. Sie dürfen sich auch ins Wort fallen. 2,30, wie gesagt. Und auf geht's. Schlagabtausch. Herr von Brunn, fangen Sie an. Ich fange an, ja. Also ich glaube, wir müssen beides beachten. Es sind in diesem Jahr schon 2.500 Menschen, Kinder, Frauen, Männer im Mittelmeer ertrunken. Wir brauchen also Menschlichkeit in dieser ganzen Debatte. Wir können das nicht weiter zulassen. Auf der anderen Seite, ungeregelte, ungeordnete Zuwanderung, Migration ist schwierig, überfordert die bayerischen Städte und Gemeinden. Es gibt zum Beispiel den kleinen Ort Rabenstein im Landkreis Regen, habe ich gestern von unserer Landrätin Rita Röhrl gehört, wo 150 Flüchtlinge jetzt in einen Ort mit 600 Einwohnern kommen sollen. Das zeigt sehr deutlich, dass wir auch an die Grenzen stoßen und deswegen ist es das erste Ziel einfach von uns, die Städte und Gemeinden zu unterstützen mit Geld, der Freistaat. Ich glaube, ich auch.
Ich falle Herrn Verbund nicht ins Wort, weil er natürlich als Video-Zugeschalteter nicht so reagieren kann wie die anderen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Trendwende in der Migrationspolitik schaffen. Weg von der Merkel-Politik offener Grenzen hin zu einer geordneten Migration. Wir brauchen ja mehr Migration in unseren Arbeitsmarkt, aber wir müssen eben gleichzeitig auch die Flüchtlingspolitik ändern. Das heißt, schnellere Asylverfahren, ein konsequenter Schutz der Außengrenzen, Rückführungen von Personen, die hier keine Bleibeperspektive haben und auch eine Reduzierung von Pull-Faktoren. Und da müssen wir auch ans deutsche Sozialsystem dran. Mit unseren Sozialleistungen für auch abgelehnte Asylbewerber sind wir natürlich ein Magnet für solche Menschen. Und da müssen wir dringend die Bremse reinhauen, sonst überfordert es unsere Kommunen. Einverstanden, Herr von Brunn? Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass wir das Schleusertum bekämpfen, dass wir dort hart auch dagegen vorgehen. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal was sagen. Wir haben im Moment eine Strategie von Russland und Belarus, uns auch zu destabilisieren damit. Leider ist es so, dass insbesondere auch die AfD sehr eng zusammenarbeitet mit Russland. Immer wieder gibt es da Kontakte. Und ich hoffe nicht, dass die AfD sich ausrechnet, davon profitieren zu können, dass wir über diese Krise jetzt im Moment destabilisiert werden. Vielleicht noch ein Punkt bezogen auf Bayern. Die Frage war ja, wie wir auch die bayerischen Kommunen unterstützen. Die Bundesregierung hat etwa 79 Millionen Euro an den Freistaat Bayern zur Verfügung gestellt. Geld, das für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen gedacht ist. Noch nicht mal die Hälfte hat der Freistaat Bayern bisher an die Kommunen ausgezahlt. Also hier erwarte ich mir auch mehr Unterstützung für die Gemeinden vor Ort durch die Staatsregierung. Okay, damit sind die 2 Minuten in etwa um. Deswegen gebe ich die Frage, ging ja auch an Sie, Herr Aiwanger, gleich weiter. Was ist mit der Auszahlung dieser Flüchtlingshilfen? Warum geht das nicht so flott voran, wie man sich das vielleicht erhofft hat? Ja, es sind ja noch Mittel weiterhin nötig. Ich weiß jetzt nicht auf den Euro genau, wie viel hier noch auf der hohen Kante liegen würden. Aber die Kommunen werden ja unterstützt, indem beispielsweise auch die Regierungen ja Unterkünfte anmieten. Und jetzt geht es auf alle Fälle darum, sehr schnell noch zu mehr dem Sachleistungsprinzip zu kommen. Es war ja in der Vergangenheit immer auch erwünscht über das Asylbewerberleistungsgesetz, dass wir auf Geldleistung setzen sollen. Es ist auch für die Kommunen häufig einfacher, Geld auszuzahlen, als dann mit Lebensmittelmarken oder Lebensmittelpaketen hinterherzurennen. Aber wir müssen uns jetzt einig werden, Migration muss runter. Und mich freut, dass jetzt hier neue Töne kommen. Hätten wir vor einigen Wochen gesagt, Russland will uns durch die Zuwanderung destabilisieren, dann wäre das mindestens eine Verschwörungstheorie gewesen. Jetzt sagt das schon die SPD, ja, weil sie eben sehen, dass die Menschen hier jetzt auch mit dem Wahlzettel anders arbeiten, als man sich es erhofft hat. Also die Bürger lassen sich diese Migrationspolitik so nicht mehr gefallen, wollen weniger illegale Migration. Und jetzt ist der Bund gefordert, auf alle Fälle international dagegen vorzugehen und auch die Grenzen besser dicht zu machen. Sachleistungen, ein Thema, das wir sicher noch mal aufgreifen. Herr von Böhm, Sie haben die Vorwürfe gehört von Herrn von Böhm. Ich wollte Sie nicht adeln. Herr Böhm, Sie haben die Vorwürfe von Herrn von Brunn gehört. Die Connection zu Russland und die Instrumentalisierung von Flüchtlingsströmen. Also Ihre Antwort? Ich bin schockiert, dass ein Politiker, der uns eigentlich schon länger kennt, solche kruden Thesen schwingt. Weiß nicht, was ihn dazu führt. Jedenfalls ist eins klar, und das weiß jeder Bürger in Bayern, wir. Weil es so ist. Die AfD, die bayerische AfD. Wir sind seit dem ersten Tag diejenigen, die eins sagen, wir müssen den Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland begrenzen. Wir müssen fest dafür sorgen, dass unser Sozialsystem eben nicht ausgeplündert wird. Wir müssen dafür sorgen, dass ein gesunder Wohnungsmarkt erhalten bleibt. All diese Dinge klagen wir seit 2015 an. Und jetzt muss ich mir solche kruden Thesen anhören. Ist eigentlich gar nicht nötig. Weil Herr von Brunn, wollen Sie es noch mal konkretisieren? Naja, es gibt ja im Moment sehr viele Flüchtlinge, die zu uns kommen über die belarussische Grenze nach Europa. Zum Beispiel, und da hat auch unser Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag deutlich gemacht, dass es kein Zufall ist. Nancy Faeser, unsere Innenministerin, wird jetzt überall Schleierfahndung anrichten. Ich habe heute auch mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Deutschland darüber gesprochen. Das ist die einzig sinnvolle Maßnahme, die wir machen können, weil wir gar nicht genug Personal haben, um an allen Grenzen präsent zu sein, Herr Aiwanger. Aber eines möchte ich schon noch mal an der Stelle sagen. Im Gegensatz zu den Tönen, die hier angeschlagen werden von Ihnen und dem Herrn Böhm. Wir stehen zum Grundrecht auf politisches Asyl. Menschen, die verfolgt sind, müssen weiterhin politisches Asyl in Deutschland genießen. Also eins ist klar, wenn ich da noch ganz kurz einhaken darf. Nein, ich würde jetzt Herrn Hagen noch mal mit ins Gespräch. Wie kriegen wir diesen Spagat hin? Einerseits humanitär helfen, Menschen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen zu uns, und auf der anderen Seite deutsche Bürger nicht überfordern.
Indem wir genau das tun, was die FDP jetzt auch fordert, nämlich die irreguläre Migration, die insbesondere aus Afrika kommt, aber auch aus dem Irak, aus anderen Staaten zu uns, von Menschen, die kein verfassungsgemäßes Recht auf Asyl haben, zu uns eindämmen. Denn wir bekennen uns dazu, dass wir zum Beispiel den Menschen aus der Ukraine, die hier vor einem Krieg fliehen, und es ist in der Tat so, die Partei der AfD stand immer auf der Seite des Aggressors. Sie sind die fünfte Kolonne Moskaus. Sie sind keine deutsche patriotische Partei. Sie stehen auf der Seite Russlands. Die Menschen fliehen vor diesem Krieg und denen müssen wir hier Zuflucht gewähren. Das ist unsere humanitäre Verantwortung. Aber das können wir eben auch nur bewältigen, wenn wir gleichzeitig sagen, Menschen, die kein Bleiberecht haben, die dürfen nicht nach Deutschland kommen. Oder wenn sie hier sind, müssen sie das Land auch wieder verlassen. Und deswegen gehört Humanität, Weltoffenheit und eine klare Kontrolle, eine klare Steuerung von Migration zusammen. Das ist kein Widerspruch. Herr Böhm, keine patriotische Partei. Also der Limbo unter der 5%-Stange durch, da gelingt Ihnen mit solchen Thesen gewiss. Aber ich will noch mal auf was anderes eingehen. Nancy Faeser, Ankündigungsministerin, selber schwer angeschlagen im hessischen Wahlkampf. Jetzt auf einmal spricht man von Kontrollen an der tschechischen, an der polnischen Grenze. Ich kann Ihnen sagen, spätestens am Montag früh um 9 Uhr ist das alles Makulatur. Da wird nichts passieren. Das ist Ankündigung, das Wahlkampfgetöse. Und das können wir hier gut entlarven. Ich würde einen Punkt von Ihnen, Herr Hagen, gerne aufgreifen und noch mal an Herrn Aiwanger spielen. Die schnelle Abschiebung von Menschen, von Migranten, die hier keine keine Duldung mehr haben, also die ausreisepflichtig sind. Wie kann man das organisieren, wenn viele keine Papiere mehr haben, wenn die Herkunftsländer sie nicht aufnehmen? Wie kriegt man das hin? Indem man sich an der Schweiz orientiert. Die hat als kleines Land geschafft, dass sie mit Dutzenden Ländern ordentliche Rückführungsabkommen hat, die Deutschland nicht hinbekommen hat. Deutschland hat das immer verhindert. Frau Baerbock macht lieber eine feministische Außenpolitik und fährt 100.000 Kilometer um die Welt, obwohl die nur 42.000 Kilometer Umfang hat. Jetzt also man hätte mit diesen tun. Okay, also Bayern hat eben auch keine Möglichkeit, dass ein bayerisch-tunesisches Rückführungsabkommen geschlossen wird, sondern wir stehen hier natürlich unter dem Vorbehalt der deutschen Politik. Wir würden uns wünschen, diese Bundesregierung würde mit den Herkunftsländern von illegaler Migration ordentliche Beziehungen aufbauen und Rückführungsabkommen organisieren, damit auch aus Bayern heraus mehr abgeschoben werden könnte. Das ist der Punkt. Herr von Brunn hat sich schon immer gemeldet. Darf ich kurz noch eine Frage dazu nehmen? Und zwar, Bundespräsident Steinmeier hat ja gesagt, wir brauchen eine Begrenzung der Zahlen. Wo liegt denn die Belastungsgrenze für Bayern, Herr von Brunn? Welche Zahl wäre verkraftbar? Ich glaube, das kann man nicht an Zahlen festmachen. Aber es ist natürlich so, dass wir Menschen integrieren müssen. Also wenn man 150 geflüchtete Menschen, die vielleicht wirklich aus großen Notsituationen kommen, in einem kleinen Ort mit 600 Einwohnern hat, dann ist doch ganz klar, dass man sie dort nicht in der Schule unterbringt, die Kinder, dass man sie nicht in den Kindergarten schicken kann. Also insofern muss man einfach schauen, wie ist die Situation vor Ort. Und da ist einfach festzuhalten, es sind im Moment 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine in Deutschland, die wir gerne aufgenommen haben. Und jetzt kommen ungefähr die Zahl von Geflüchteten, teilweise sogar mehr, wie vor der Corona-Pandemie. Insofern brauchen wir natürlich eine gerechte Verteilung in Europa. Insofern brauchen wir schnellere Verfahren. Und wir müssen vor allem die Sachen sortiert kriegen. Die Menschen, die wir hier auch als Arbeitskräfte brauchen können, die müssen über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz kommen. Und die politisches Asyl genießen, weil sie verfolgt werden, egal ob es im Iran ist durch das Mullah-Regime oder in Afghanistan durch die Taliban, die müssen Asyl beantragen auf dem klassischen Weg. Und das müssen wir geordnet und auseinandersortiert bekommen. Vielen herzlichen Dank für die erste Runde. Die Punkte, die Unterschiede sind klar geworden. Wir kommen zum nächsten großen Themenkomplex, der den Menschen wirklich unter den Nägeln brennt. Das ist die Lage der Wirtschaft in Bayern. Es ist gelegentlich von Deindustrialisierung die Rede, von Verlagerung von Produktion. Die Sorge ist groß, dass wir möglicherweise nicht mehr wettbewerbsfähig sind. So, und dann schaue ich mal darunter. Wir losen wieder, was da noch so übrig ist. Eine Menge. Wer drankommt. Böhm gegen Hagen steht da. Und natürlich dann auch die zentrale Frage, wie kann der Wirtschaftsstandort Bayern und der Wohlstand in Bayern abgesichert werden? Wer mag anfangen? Das legen Sie fest, Sie sind der Moderator. Bitte sehr, Herr Hagen. Gerne. Also zunächst mal sollten wir es unterlassen, das zu tun, was die AfD fordert, nämlich als Bundesrepublik Deutschland die EU zu verlassen. Das wäre das größte Wohlstandsrisiko,
das wir uns leisten könnten. Das wäre tatsächlich ein Programm zur Deindustrialisierung Bayerns, weil gerade Bayern als Exportland abhängig ist von unseren europäischen Absatzmärkten. Also wir müssen, anstatt uns ins nationale Schneckenhaus zurückzuziehen, den Welthandel stärken. Wir müssen Freihandelsabkommen abschließen. Wir haben gerade als Bundestag das mit Kanada ratifiziert. Ich glaube, wir brauchen auch eins mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir brauchen auch das mit den südamerikanischen Staaten. Hubert Aiwanger lehnt das ab. Ich finde, ein bayerischer Wirtschaftsminister müsste pro Welthandel. Aber Sie duellieren sich ja gerade nicht mit Herrn Aiwanger. Ja, also die Position unserer AfD ist ganz klar. Wir wollen eine Rückbesinnung auf die Ziele, auf die Ideale der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor Maastricht. Das haben Sie halt die Fortschreibung unserer Agenten leider noch nicht erkannt. Bin ich Ihnen nicht böse. Was die Deindustrialisierung unseres Landes angeht, wir haben beide darüber auf dem Wirtschaftsforum diskutiert. Wir haben 130 Milliarden weniger Direktinvestitionen. Das heißt, für 130 Milliarden investieren deutsche Firmen Kredite und Gewinne mehr im Ausland, als das ausländische Firmen hier bei uns in Deutschland investieren. So ein Gap, den hat es überhaupt noch nie gegeben. Und es zeigt uns ganz, ganz, ganz drastisch, wie die Situation zurzeit ist. Nämlich, dass Arbeitsplätze, dass Investitionen nicht mehr in Deutschland, sondern eben in anderen Ländern getätigt werden. Und das lässt über kurz oder lang die Steuerkraft eklatant einbrechen. Es kostet Arbeitsplätze und wir brauchen bloß in den Kreis von Markus Söder schauen, der heute nicht da ist. 700 Arbeitsplätze gibt Playmobil in Fürth auf. Warum? Wegen zu hoher Energiekosten. Ihre Partei hat kein Rezept, das zu ändern. Wenn wir die Wirtschaft stärken wollen, müssen wir was für Fachkräfte tun. Wir müssen was für bezahlbare Energie tun. Zuallererst brauchen wir bezahlbare Energie. Wir brauchen keine gesprengten Pipelines. Wir brauchen genau die drei Dinge. Auch kurz Herrn Nagel ausreden lassen. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat, weil er dazwischen geht. Ja, die Zuschauer verstehen es auch nicht, wenn man dazwischen redet. Deswegen Ping-Pong wäre gut. Wollen Sie noch kurz? Ich glaube, es wird klar, die AfD hat keine Rezepte, wie wir die bayerische Wirtschaft stärken. Wir brauchen Wirtschaftskompetenz und keinen Populismus. Ja, okay, damit ist das Duell jetzt auch von der Zeit her zu Ende. Müssen wir darauf achten. Wir sprechen den bayerischen Wirtschaftsminister an. Herr Böhm hat gerade eine Hiobsbotschaft des heutigen Tages erwähnt. Spielwarenindustrie, 700 Stellen werden abgebaut. Um wie viele Jobs in Bayern muss man fürchten in der nächsten Zeit? Und sind die Probleme, die das verursacht haben, auch hausgemacht? Also Bayern hat ja Gott sei Dank noch mit Abstand die besten Wirtschaftszahlen innerhalb Deutschlands mit einem Plus von 0,5% im ersten Halbjahr und 0,3 minus der Bund. Ich glaube, das Hauptproblem für die bayerische Wirtschaft ist der Bundesfinanzminister der FDP, der sich gegen einen Wirtschaftsstrompreis wendet. Der müsste ja nicht nur für die Großen sein, der kann auch für Tourismus und Mittelstand sein. Er ist ein großes Problem, weil er bis heute nicht weiß, ob er die 7% für die Gastronomie verstetigt und wahrscheinlich auf 19% hochgehen will. FDP ist ein Problem für Bayern, weil sie die Unternehmenssteuern nicht senken und nicht mehr netto vom Brutto organisieren für die Arbeitnehmer. Das sind die großen Stellschrauben, bezahlbare Energie, wettbewerbsfähige Steuern. Ansonsten fallen wir gegenüber den USA deutlich zurück. Das ist unser Hauptproblem. Wir nehmen gleich einen vom Brunnen dran, weil wir wollten in die große Runde gehen. Aber jetzt ist Herr Hagen direkt angesprochen. Darauf muss ich natürlich reagieren. Es war der FDP-Bundesfinanzminister Lindner, der letztes Jahr mit dem Abbau der kalten Progression die breite arbeitende Mitte in Deutschland massiv entlastet hat. Und es ist auch der Bundesfinanzminister, der für eine Reduzierung der Stromsteuer kämpft, aber eben nicht für eine Subventionierung der Großindustrie mit einem Industriestrompreis zulasten von Handwerk und Mittelstand, sondern für faire Strompreise für alle Bürger und Unternehmen. So, Herr von Brunnen, wir würden mal gerne wissen, was das interessiert auch viele. Inflation, Lebensmittelpreise 27% hoch. Und wie können wir da in der Landespolitik die Stellschrauben stellen? Weil Thema Wirtschaft ist ja nicht nur die große Industriepolitik. Wir müssen auch mal über die kleinen Leute natürlich sprechen. Der entscheidende Faktor ist, dass wir die erneuerbaren, die bezahlbaren und sauberen Energien jetzt ganz, ganz schnell ausbauen. Wir arbeiten davor im Bereich des Bundes, indem wir die ganzen Genehmigungsverfahren beschleunigen. Aber jetzt kommt es darauf an, dass wir in Bayern endlich auch die Windkraft ausbauen, die Geothermie, die Stromleitungen, die Herr Aiwanger persönlich blockiert hat, weil er von Monstertrassen gesprochen hat. Herr Aiwanger ist ein Standortrisiko für Bayern. Die Bosse der Automobilindustrie wollten sich auf dem Empfang. Kleine Menschen, ja, die wenig Energie haben. Genau, die entlasten wir ja auch von Seiten des Bundes. Aber es geht natürlich auch um die wirtschaftliche Zukunft Bayerns, Herr Nitsche. Und wenn ich sehe, dass sich die bayerischen Automobilbosse von BMW und Audi nicht mehr mit Herrn Aiwanger auf einem Empfang treffen wollen, hier schon weil er offensichtlich, weil er auch keine
Ideen hat für den Zukunftsstandort Bayern, weil er nichts wirklich Entscheidendes tut für die Transformation der Automobilindustrie, für die Arbeitsplätze, für die guten Jobs der Zukunft. Der Vorwurf ist ja auch klar. Er ist ja auch, Herr von Brunn, den Vorwurf würde ich jetzt gleich gerne wir müssen, Darf ich noch einen Satz sagen? Wir müssen strategisch unsere zentrale Industrie, die Automobilindustrie, stärken. Wir brauchen die erneuerbaren Energien. Wir brauchen auch den Industriestrompreis. Auch da bin ich der Meinung, den müssen wir einführen. Aber wir müssen auch die mittelständischen energieintensiven Betriebe entlasten. So. Dafür steht die SPD. Herr Aiwanger, ja, Sie sind als Standortrisiko. Kein Bundesland hat so viel für die Automobilindustrie getan wie Bayern unter meiner Wirtschaftsministerschaft. Wir haben hier mit der Hightech-Agenda Milliarden in die Wirtschaft jetzt investiert, haben mehrere hundert Millionen in die Transformation der Automobilindustrie investiert, in den Batteriesektor genauso wie in das Wasserstoffthema, in den modernen Verbrenner und so weiter. Wir haben sehr stark investiert, mehr wie jedes andere Bundesland. Übrigens ist es in meinen Augen ein Fehler, 2035 den Verbrennungsmotor verbieten zu wollen. Bitte setzt euch in Berlin dafür ein, dass der Verbrenner bleibt. Wir kämpfen für den Automobilstandort. Die SPD ist unser Problem in Berlin. Herr Böhm, was wird denn aus dem Automobilstandort Bayern, wenn Sie raus wollen aus der EU? Sägen Sie dann an den Wurzeln des Fundaments für unseren Wohlstand? Also am Anfang meiner Ausführungen will ich betonen, Hubert Aiwanger als Wirtschaftsminister ist an dem, was wir erleben, kaum schuld und kann auch nichts daran ändern. Das ist die desaströse Politik der Ampelabrisstruppe in Berlin, die eigentlich alle die Probleme verursacht und die wir von Bayern aus gar nicht lösen und kaum beeinflussen können. Jetzt will ich auf Ihre Frage eingehen, was den Automobilstandard angeht und ein Rückentwickeln der EU auf die Konstitution. Was der Hagen sagt, das interessiert in dem Moment nicht. Was Sie mich gefragt haben, interessiert mich. Sie haben gesagt, eine Rückentwicklung auf die Statuten der EWG, haben meine Worte repliziert. Und wenn wir auf den Stand der EWG zurückgehen, dann hätte das für die Automobilindustrie keinerlei Auswirkungen. Wenn das so wäre, dann dürften wir ja mit allen anderen Ländern um uns herum, die vielleicht keine EU-Mitglieder sind, überhaupt nicht handeln. Es werden deutsche Autos nach China, nach Amerika, sind es EU-Mitglieder, die sind es nicht, überall hin exportiert. Ja? Also die Exportquote der deutschen Automobilindustrie wird sich durch ein Rückführen der EU auf den Status der EWG mit Sicherheit nicht ändern. Herr Aiwanger, fühlen Sie sich gut, wenn die AfD Sie in Schutz nimmt? Und was sagen Sie zu den letzten Argumenten, die gerade gefallen sind? Ich schaue hier nicht, von wem Argumente kommen oder Lob oder Tadel kommt. Das wird ja politisch alles mittlerweile überbewertet. Ich vertrete meine Position und wer das gut findet, ist meiner Meinung, wer nicht, eben nicht. Herr Hagen, und wie sehen Sie denn die Bilanz von Hubert Aiwanger als Wirtschaftsminister? Wie bewerten Sie die? Ich stelle fest, dass in den letzten 5 Jahren in der Amtszeit von Hubert Aiwanger sich nichts zum Besseren gewendet hat, sondern die Probleme, die wir haben, haben sich weiter verschärft. Fachkräftemangel, die Bürokratie, die Energiekrise. Hubert Aiwanger war ja immer ein erklärter Gegner der Stromtrassen, die wir jetzt dringend bräuchten. Digitalisierung, also in keinem Bereich hat Bayern Fortschritte gemacht. Und wenn Sie mit Unternehmerinnen und Unternehmern sprechen, werden die Ihnen bestätigen, dass es keine 5 Jahre waren, die einen großen Sprung bedeutet haben, sondern eher 5 verschenkte Jahre für den Wirtschaftsstandort Bayern. Aber wenn ich das kurz noch einflechten darf, gab ja eine Umfrage Wirtschaftskompetenz, wem wird das am ehesten zugeschrieben, Herr Hagen? Da hieß es, dass die CSU da weit vorne liegt und die FDP nur 7%. Und Sie haben sich ja immer gerühmt, dass FDP über Jahrzehnte Wirtschaftskompetenz zu sein. Warum führt die FDP in so einer Wirtschaftskrise nicht dann die Kompetenzwerte an? Naja, die FDP stellt nicht den Wirtschaftsminister und die FDP hat insgesamt nicht die Zustimmungswerte momentan, die einen hohen Wert hier in dieser Frage erwarten lassen. Sie stellen ja mit den 7% schon mal fest, dass deutlich mehr Wähler als momentan die FDP wählen würden, der FDP zuerkennen, sie hätte die größte Wirtschaftskompetenz aller Parteien in Bayern. Denn das ist ja die Frage, welche Partei hat die größte Wirtschaftskompetenz? Viele Menschen trauen das der FDP zu, die sie jedenfalls bisher noch nicht wählen. Okay, Herr Aiwanger, ich will noch mal zurückkommen, weil Sie das vorher nicht beantwortet haben. Ich habe gesagt, wie gehen Sie damit um, dass die AfD Sie in Schutz nimmt? Das haben Sie beantwortet, aber dann, was sagen Sie zu den Argumenten, dass ein Ausstieg aus der EU uns jetzt gar nicht so schaden würde? Natürlich müssen wir in der EU bleiben, aber es ist auf alle Fälle so, dass die EU sich um zu viel Klein-Klein kümmert. Ich sage immer, die kümmert sich um die Hygienerichtlinie in der Dorfmetzgerei.
bekommt den Schutz der Außengrenzen nicht hin, bekommt nicht hin, wirtschaftlich konkurrenzfähig zu China und den USA zu sein, bezüglich der Förderprogramme für das Aufbauen des Medizinstandorts, der Batterietechnik, der Wasserstofftechnik. Also die EU macht zu viel klein-klein und versagt in der Wirtschaftspolitik. Herr von Brunnen, also da muss ich jetzt was dazu sagen. Genau, Sie wollen ein Einwurf von meiner Seite. Ja, erst Ihr Einwurf und dann noch eine Frage, bitte. Also ich finde es bemerkenswert, dass der Herr Aiwanger, der mit seinen Freien Wählern nicht mal im Deutschen Bundestag vertreten ist, hier das große Wort führt und so tut, als wenn er die europäische Politik und auch die Politik der Bundesregierung beurteilen könnte. Herr Aiwanger, das Einzige, was Sie erfolgreich geschafft haben, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, war 90.000 Wischmops zu kaufen in der Corona-Krise. Aber ich weiß nicht, was von Ihrer Amtszeit eigentlich Positives bleibt. Wo haben Sie wirtschaftliche Erfolge geteilt? Der Bund der Steuerzahler hat Ihre Förderung, Ihre Überförderung von Wasserstofftankstellen massiv kritisiert als Verschwendung von Steuergeldern. Sie sind einfach auf dem Holzweg unterwegs, weil Sie die Zukunftstechnologien verkennen und bestreiten. Okay, und mit Ihnen ist keine Zukunft in Bayern möglich. Kurze Replik darauf, Herr Aiwanger. Also Bayern hat vorgelegt beim Thema der Wasserstofftechnik. Wir haben mittlerweile Wasserstofftankstellen, die in Betrieb sind. Bei Passau 11, 11 plus ein Bus hängt da dran. Sehr viele Unternehmer wollen in die Richtung gehen, bekommen aber vom Bund die Förderbescheide nicht ausgereicht. Ihr bekommt nicht mal hin, die Überlänge für den Wasserstoff- oder Batterie-Lkw endlich durchzuwinken. Also ihr steht jeder Entwicklung im Weg. Selbst Habeck hat mittlerweile verstanden, dass wir mit Wasserstoff-Pipelines den Import organisieren wollen, mit einem europäischen Netz und so weiter. Und Sie greifen mich an, weil ich in Bayern schon Tankstellen geschaffen habe. Ihr seid Jahre hinten dran. Ja, wir haben immer eine Chipfabrik von Intel in Deutschland angesiedelt. Ich weiß nicht, ob Sie über ähnliche Erfolge wissen, dass es die SPD gibt und haben es trotzdem gebaut. Diese Ansiedlung im Osten, geht das zu Lasten von Bayern? Warum lässt sich das nicht in Bayern ansiedeln, solche Großprojekte? Also viele Kommentatoren haben ja gesagt, es hat was damit zu tun, dass bei uns die großen Stromleitungen fehlen, gegen die Herr Aiwanger zu Felde gezogen ist, dass bei uns die Windkraft nicht ausreichend ausgebaut ist. Und wenn ich da mal eine Zahl nennen darf, ich glaube, Bayern hat im letzten Jahr 12 neue Windräder bekommen, Nordrhein-Westfalen über 100 oder um die 100. Das ist natürlich schon ein massiver Unterschied. Ja? Und deswegen, wir brauchen jetzt eine Politik, die auf bezahlbare, saubere Energie, auf Zukunft setzt. Aber dafür steht nicht Herr Aiwanger, dafür steht die SPD. Also Politik, die auf Zukunft setzt, das wollen wahrscheinlich alle. Jetzt gehen wir eine Runde, die haben Sie gestern schon erlebt als Zuschauer. Mal schauen, wie die Politiker das heute hinbekommen mit den Ja- und Nein-Fragen. Weil es gibt eine Frage und Sie müssen und Sie können, glaube ich, auch mit Ja und Nein antworten. Wenn Sie dann länger antworten, werden wir das entsprechend werten. Und ich fange mit Herrn Aiwanger an und frage Sie, wie gesagt, nur Ja oder Nein. Ist das Einfamilienhaus noch das Wohnkonzept der Zukunft? Habe ich ausgesprochen schon das Ja. So lieben wir es. Herr Böhm. Ja. Wie geht's? Für viele Menschen ja. Herr von Brunn. Nein. An mancher Stelle passt, in den Städten sicher nicht. Dann machen wir mit Ihnen wieder weiter, Herr von Brunn, auch wieder Ja oder Nein. Sollten alle Schüler KZ-Gedenkstätten besuchen? Unbedingt ja. Was sagen Sie, Herr Hagen? Ja, auf jeden Fall. Herr Böhm. Ja, aber erst in einem Alter ab 16 Jahren. Aiwanger? Ja. Herr Aiwanger, nächste Frage. Sollten Lebensmittelkonzerne und Landwirte in Bayern für das Grundwasser bezahlen? Die bezahlen ja für das Wasser, das sie natürlich einsetzen. Das ist ja nicht gratis. Die Frage zielt natürlich darauf ab, soll man mit Wasser noch sorgsamer umgehen? Aber auch hier müssen wir aufpassen. Es geht um verschiedene Wasseretagen. Ja oder nein? Sie bezahlen ja ohnehin, also ja. Mhm. Herr Böhm? Der Argumentation kann ich mich anschließen, ja. Wieder Schulterschluss. Herr Hagen. Sie interpretieren zu viel. Sie sollen in dem Maß bezahlen, wie Sie das momentan auch tun. Das heißt? In dem Fall ein großer Schulterschluss. Also man bezahlt ja bereits heute fürs Wasser und das ist auch richtig so. Mhm. Herr von Brunn? Ja, und nur um das mal deutlich zu machen, das sind ja auch die Freien Wähler, die für einen Wassercent in Bayern eintreten. Also da gibt es, glaube ich, einen Konsens. Deswegen hat mich das Zögern von Herrn Aiwanger etwas gewundert. Gleich wird er nicht zögern. Sie werden den Satz sofort wahrscheinlich mit sofort Ja unterbrechen, vermute ich. Gehört der, wollen Sie es fortsetzen, Wolf nach Bayern? Der gehört geschossen. Aha, Herr Böhm. Schießen, schaufeln, schweigen. Hagen? Der Wolf gehört ins Jagdrecht. Und Herr von Brunn. Ich kann das auch nicht mit Ja oder Nein beantworten. Wir müssen einfach zum einen
natürlich dafür sorgen, dass die Weidehaltung weiter existieren kann. Aber eine Ausrottung des Wolfes, der kann ich nicht zustimmen. Vielen Dank für diese schnelle Runde. Ja oder nein, hat super funktioniert. Prima. Nächstes großes Thema, der Klimaschutz, auch ganz oben angesiedelt bei den Themen, die den Bayern wirklich sehr am Herzen liegen. Eines der Top-Themen im letzten BR24-Bayern-Trend. Also same procedure. Ja, wir losen wieder, mal wieder und gehen schau ins mal, Duell. Es sind nicht mehr so viele Zettel drin. Kann sich noch nicht jeder ausrechnen, wer jetzt drankommt. Aber Böhm von Brunn ist das nächste Duell. Und mit der Frage, was tun Sie, damit Bayern 2040 wieder klimaneutral wird? Herr Böhm, Sie fangen an diesmal. Also diese Forderung, 2040 klimaneutral zu werden, ist erstens praktikabel, überhaupt nicht einzuhalten. Und zum Zweiten ist die große Frage, ob wir unsere Wirtschaft mit solchen Forderungen überhaupt an Gefallen tun können. 2040 ist nicht mehr lang hin. Das sind noch 17 Jahre oder sagen wir lieber 16 Jahre. Und in der Zeit eine Klimaneutralität zu erreichen, ohne massiv auf Kernkraft zu setzen, ist sowieso schier aussichtslos. Aber selbst wenn man auf Kernkraft setzen würde, wir werden uns einfach, und ich sage zum Glück, von dem Verbrenner im ländlichen Bereich nicht verabschieden können. Herr von Brunn. Das ist die Grundmobilität für die vielen, vielen Millionen Menschen, die abgeschnitten von jedem öffentlichen Nahverkehr bei uns auf dem Land wohnen. Und denen müssen wir gut zuhören. Herr von Brunn. Wir brauchen eine gute Zukunft für unsere Kinder. Und deswegen müssen wir natürlich ehrgeizig Klimaschutz betreiben. Wir wollen als SPD die bezahlbaren und sauberen Energien ausbauen, wie die Windkraft, die Photovoltaik. Wir wollen Stromleitungen bauen und große Batteriespeicher. Sie sagen jetzt, was wir wollen Sie wollen, alles aber was sagen tun. Sie zu den Argumenten der AfD? Das ist ja ein Duell hier der AfD. Also ganz ehrlich, ich kann doch nicht ernsthaft auf jemanden eingehen, der die Klimaerhitzung leugnet. Das tut ja die AfD. Und natürlich hat Herr Böhm in einem Punkt recht, dass wir neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs auch weiterhin individuelle Mobilität zum Beispiel auf dem Land brauchen. Aber wir wollen es natürlich auch sauber machen durch E-Mobilität. Also wir haben da ganz andere Konzepte. Wir nehmen den Klimawandel ernst. Wir wollen unsere Welt und unsere Umwelt erhalten für unsere Kinder und ihre Kinder. Und es unterscheidet sich. Das ist verantwortungsvolle Politik. Was Herr Böhm macht, kann ich nicht einsortieren. Es ist natürlich zu verstehen, dass der Klimawandel, den Sie ansprechen, dass er auf der ganzen Welt stattfindet. Und wir von Bayern aus daran was ändern wollen. CO2 hat 0,04% Volumenanteil in unserer Atmosphäre. Bayern hat einen verschwindend geringen Anteil an den Emissionen daran. Und mit dem Runterfahren der bayerischen, der deutschen Wirtschaft, was die Ampelabrisstruppe in Berlin perfekt inszeniert momentan, das Klima auf der Welt zu ändern oder zu retten, das sind so abstruse Gedanken, dass jemand, der Technik... Aber wir haben eine Verantwortung, hier mitzuwirken, im Interesse der Menschen auf der ganzen Welt. Und es sind auch große wirtschaftliche Chancen. Es sind große wirtschaftliche Chancen, die sich damit verbinden. Jetzt ist es hier richtig heiß geworden. Danke für das Duell. Und die erste Frage geht an Sie, lieber Herr Hagen. Kurz eingeleitet von einer Bemerkung von mir. Es wird natürlich auch nach dieser Sendung einen BR-Faktencheck geben zu dem, was Sie sagen. Also wir werden das morgen alles im Netz noch mal recherchieren für Sie und klarstellen. Herr Hagen, nun hat ja Herr Böhm gesagt, 2040 Bayern klimaneutral, das ist nicht realistisch aus seiner Sicht. Wie sehen Sie das? Ist unsere Klimapolitik hier ambitioniert genug? Ich glaube in der Tat, dass das Bayerische Klimaschutzgesetz, das CSU und Freie Wähler im Landtag beschlossen haben, das vorsieht, dass Bayern noch 10 Jahre vor der Europäischen Union und noch 5 Jahre vor der Bundesrepublik Deutschland klimaneutral werden will, verfehlt ist. Denn es nützt dem Klima, das in der Tat ein globales Phänomen ist, nichts, wenn wir sagen, wir sind jetzt hier auf Landesebene die Klassenstreber, wir machen es noch 5 Jahre früher. Es ist dem Klima vollkommen egal. Es belastet aber die bayerischen Bürger und die bayerischen Unternehmen über Gebühr. Und das kritisiere ich an der bayerischen Staatsregierung. Ich bin aber anders als Herr Böhm der Meinung, dass Bayern natürlich seinen Beitrag leisten muss, dass wir die nationalen und europäischen Klimaziele einhalten. Und ich glaube, das schaffen wir nicht, wie manche auf der grünen Seite glauben, mit Verzicht und Nullwachstum und weniger Essen, weniger Fliegen, weniger Mobilität, weniger Wirtschaftswachstum, sondern wir schaffen das durch technologische Innovation. Also die besten Klimaschützer sind die Forscherinnen und Forscher, die Ingenieurinnen und Ingenieure und nicht die Menschen, die sich hier an Straßen kleben. Herr Aiwanger, Sie haben bei uns in der Wahlarena gesagt zum Thema Klimaneutralität 2040. Naja, ich weiß ja auch nicht beim Fußball, ob ich dann am Ende Tabellenführer bin. Dazu hat gestern Markus Söder sich geäußert, hat gesagt, wir bekennen uns klar zum Klimaschutz und
Ist das nicht eine klare Ansage an Sie, dass Sie sich da mal ein bisschen deutlicher, optimistischer äußern sollten? Also wir streben das an und haben ja als Bayern hier vorgelegt. Wir haben mit einem Photovoltaik-Speicherprogramm im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern jetzt mit Abstand den meisten PV-Ausbau in Bayern. Wir sind beim Wasserstoff mit Abstand am weitesten vorne und versuchen natürlich schneller als andere zu sein. Aber wir springen nicht aus dem Fenster deshalb. Und ich sage das ganz klar, wir streben das an. Wenn wir aber sehen, es geht zulasten des Wohlstands, dann werden wir eben sagen müssen, wir schaffen es eventuell nicht. Springt Herr Söder aus dem Fenster? Auch nicht. Herr von Brunn, noch eine Frage an Sie. Egal, ob es um den Einbau einer Wärmepumpe geht oder um die Anschaffung eines Elektroautos, viele Bürger und Bürgerinnen fühlen sich da komplett überfordert. Die haben einfach das Geld nicht dafür. Muss der Staat den Menschen da noch mehr unter die Arme greifen? Absolut. Ich finde, Klimaschutz muss bezahlbar sein. Er muss sozial gerecht sein. Dafür haben wir uns auch im Bundestag eingesetzt. Wir haben dafür gesorgt, dass jetzt beim Wärmeenergiegesetz bis zu 70% Förderung, es soll sogar jetzt noch mehr kommen, möglich sind. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir beides beachten. Wir müssen ehrgeizigen Klimaschutz machen, aber wir müssen schauen, dass es für die Menschen bezahlbar ist und dass es eine Win-Win-Situation wird, dass die Menschen wirklich auch Vorteile davon haben, so wie wir es damals bei der Photovoltaik nach 2000 gemacht haben, dass jeder in Photovoltaik investiert hat, sich Photovoltaik aufs Dach installiert hat. Diesen Impuls müssen wir geben und deswegen glaube ich, das ist auch der Unterschied bei uns oder von uns zu den Grünen, dass wir immer sagen, es muss gerecht sein, es muss bezahlbar sein. Klimaschutz ja, aber bezahlbar. Unterschied zur FDP, geht es ohne Verzicht, wie Martin Hagen eben postuliert hat, nur durch Innovation? Also ich bin auch ein großer Fan davon, dass wir es wirklich mit Technologie schaffen, dass wir es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien schaffen, dass wir auf Zukunftstechnologie setzen. Wenn man verzichten kann, dann vielleicht auch was man nicht unbedingt braucht. Aber Verzicht zu predigen, das machen ja dann meistens Leute, die das im Privaten selbst auch nicht so ganz einhalten. Da bin ich immer vorsichtig. Da muss jeder selbst für sich die Verantwortung übernehmen. Das kann man nicht von der Politik verordnen. Herr Böhm, was mich mal interessieren würde, Sie wollen ja wieder russisches Gas. Füllen Sie damit nicht auch die russische Kriegskasse? Und jetzt komme ich mal auf ein Zitat eines prominenten Generaloberst aus Russland, der sagt, die Invasion der Ukraine ist nur die Zwischenstufe eines größeren Krieges. Und er bezieht sich damit auf Osteuropa. Wie können Sie in so einer Situation sagen, dass wir russisches Gas bestellen sollen? Also ich bin ja schon ein paar Jahre älter wie Sie und ich kann mich noch gut erinnern an die Zeiten des NATO-Doppelbeschlusses. Ich kann mich da dann auch erinnern. Da können Sie sich erinnern, hervorragend. Zu der Zeit hat es also weitreichende Energieexporte, Importe, verschiedene Geschäftsbeziehungen zwischen NATO-Staaten, zwischen Deutschland und zwischen Staaten des damaligen Warschauer Pakts gegeben. Das war immer vollkommen getrennt. Zum einen diese schlimme Konfrontation, zu der Zeit der militärische wirklich auf der Spitze stand. Und zum anderen hat man trotzdem Energielieferungen und hat Warenlieferungen ordentlich erfüllt. Die Frage ist, ob man das heute nicht genauso machen kann. Und wenn man in andere Demokratien schaut, die uns anreinen, wie zum Beispiel Österreich, wie zum Beispiel Ungarn, da gibt es ja die Geschäfte noch. Und was Sie nie vergessen dürfen, die Durchleitungsgebühren für russisches Gas, die kassiert die Ukraine heute noch. Da redet überhaupt keiner drüber. Ja. Und wir müssen teure also, Energie. Das kann man wirklich so nicht stehen lassen. Ich würde gerne Herrn Hagen und Herrn Aiwanger dazu hören. Ihre Reaktion darauf, ganz kurz. Ja, es ist natürlich perfide, dass Herr Böhm jetzt der Ukraine vorwirft, dass sie die Durchleitungsgebühren, die vertraglich zugesichert sind, bekommt. Genauso perfide ist es, Pipelines zu sprengen. Die AfD war ja immer ein Fan des Projekts Nord Stream, was ja dazu diente, dass Russland künftig keine Durchleitungsgebühren mehr an die Ukraine zahlen muss, weil man sozusagen einen Bypass um die Ukraine herum gelegt hat. Das war geopolitisch ein fataler Fehler, wie wir heute alle oder fast alle erkannt haben. Und der große Unterschied zu der Zeit des NATO-Doppelbeschlusses ist, dass Russland damals nicht versucht hat, ein anderes europäisches Land einzunehmen mit kriegerischen Mitteln. Wir hatten damals keinen Krieg in Europa. Herr Aiwanger. Ja, das große Problem ist natürlich, dass Russland jetzt die Energie woanders hin verkauft und dass Länder wie Österreich und Ungarn weiterhin am russischen Gas hängen.
Jetzt hoffen wir, dass die das auch weiter bekommen. Sonst müssen wir Österreich und Ungarn im kommenden Winter aus deutschen Speichern mitversorgen. Also dieser Energieengpass ist weiterhin ein Problem. Und insofern war es ein Fehler der Ampel, dass wir jetzt die Kernenergie abgeschaltet haben. Denn damit hätten wir den Einsatz von Gas zum Verstromen reduzieren können. Also ihr habt als Ampelianer alle miteinander die Kernkraft vom Netz genommen. Und wenn es blöd geht, müssen wir im kommenden Winter zur Kernkraft kommen, mit unseren Speichern. Aber mich würde mal interessieren, das ist ja in Ordnung, wenn Österreich russisches Gas bekommt, sind Sie auch dafür, dass Deutschland vielleicht wieder russisches Gas importiert mehr? Natürlich müsste man hier versuchen, unsere Energiespeicher weiterhin voll zu behalten. Und selbst nach diesen beginnenden Sanktionen ist ja noch teilweise Gas aus Russland über das europäische Netz auch von Ost nach West gekommen. Also da muss ich jetzt natürlich was dazu in diesen sagen. Das heißt, Sie lehnen das nicht ab, Herr Aiwanger, oder wie können wir das festhalten? Derzeit lehnen wir das ab, aber es ist auf alle Fälle so, dass technisch teilweise über die Netze von Ost nach West auch Gas kommt, genauso wie von West nach Ost. Herr von Brunn wollte sich dazu äußern. Ja, also ich muss erst mal festhalten an der Stelle, dass es Putin war, der den Gashahn abgedreht hat, weil jetzt hier so ein bisschen das anders dargestellt wird und verdreht wird. Und was ich auch noch mal sagen will zum Herrn Böhm, der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl hat sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass Putin und Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnen. Und wenn man solche Leute hier im Land hat, die fünfte Kolonne Moskaus, ganz ehrlich gesagt, das ist so unglaublich. Also ich finde, wir müssen uns klar hinter die Ukraine stellen. Und natürlich können wir auch kein russisches Gas in Anspruch nehmen. Im Gegenteil, das ist doch jetzt die Zeit, wo wir die erneuerbaren, die bezahlbaren, sauberen Energien ausbauen müssen. Da müssen wir alle Energie reinlenken, anstatt darüber zu spekulieren, dass man vielleicht in ein, zwei Jahren, so wie das Herr Aiwanger und der Herr Böhm machen, wieder russisches Gas von Putin kauft. Das halte ich für absolut verwerflich und falsch. Letzte Frage an Herrn Aiwanger in diesem Komplex, ganz kurz. Wird der Strom für uns Verbraucher günstiger, wenn die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden? Nur eine kurze Antwort, bitte. Also ich glaube, nein. Wir sehen ja, dass viele andere Bundesländer sehr viel mehr Windstrom haben oder produzieren, als sie selber brauchen. Und denen geht es wirtschaftlich auch nicht besser wie uns. Also hier zu sagen, ich wäre erstens schuld, dass die Leitungen blockiert worden wären, wünsche viel Spaß dabei. Ich war damals in der Opposition in Bayern und jetzt meint man, ich hätte einen bundespolitischen Sie sind immer noch in der Opposition. Bundesweit die Trassen verhindern zu können. Also das ist ein Ammenmärchen, das Sie hier erzählen. Auch andere Bundesländer, die rot oder grün regiert werden, sind mit der Trasse keinen Millimeter weiter wie die Bayern. Okay, wir sind am Ende des Blocks. Wir kommen zu einem neuen. Vielleicht kann man die Zeiten auch kurz mal einblenden. Vorhin waren Sie, Herr von Brunn, deutlich vorne. Deswegen müssen andere vielleicht auch ein bisschen aufholen. Es geht jetzt um Bildung. Wenn wir jetzt sagen, drei Wochen nach Schulbeginn läuft alles perfekt. Naja, Unterrichtsausfall sehen wir trotzdem. Bei Unterrichtsausfall ist das Lernpensum trotzdem sehr hoch. Also das ist jetzt unser neues Thema. Und da losen wir natürlich auch wieder aus. Und das ist die nächste Paarung für das nächste Duell. Das ist gut verpackt hier. Aiwanger gegen Hagen. Herr Hagen, fangen Sie mal an. Gerne, es passt ja auch gut, weil die Partei von Hubert Aiwanger ja auch den Kultusminister stellt und damit ganz maßgeblich verantwortlich dafür ist, dass wir in Bayern 4.000 Lehrerinnen und Lehrer haben, die fehlen. Dass in Bayern nach wie vor 6.000 Schülerinnen und Schüler jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen. Dass nach wie vor der Bildungserfolg so stark von der sozialen Herkunft abhängt. Dass wir in Bayern Unterrichtsausfall haben, und zwar jeden Tag. Und jeder, der Kinder in der Schule hat, wird das bestätigen. Und ich glaube, wir brauchen künftig eine andere, eine bessere Bildungspolitik. Wir müssen erkennen, dass das die wichtigste Ressource ist, die wir in unserem Land haben. Und momentan werden wir dem nicht gerecht. Also zunächst mal hat es Kultusminister Piazzolo geschafft, 30.000 ukrainische Kinder in kürzester Zeit ins bayerische Schulsystem zu integrieren. Wir haben tausende zusätzliche Lehrerstellen geschaffen, aber wir können uns die Lehrer eben nicht backen. Die müssen ausgebildet werden. Jetzt werden es teilweise aus anderen Bundesländern abgeworben, um einfach hier genügend zu haben. Auch das ist auf Dauer natürlich kein Weg. Wir wollen besser bezahlen, haben A13 eingeführt, was schon dazu führt, dass Grund- und Mittelschullehrer jetzt wieder mehr kommen wollen. Die FDP will den Beamtenstatus bei Lehrern abschaffen. Ich wette drauf,
Stimmt nicht, das war bisher Ihre Position, vielleicht seit heute gewechselt. Ihr wollt den Beamtenstatus bei den Lehrern abschaffen, ja, was dazu führt, Hagen, dass noch weniger Lehrer werden. Das erläutere ich gerne. Wenn Sie unser Wahlprogramm gelesen hätten, wüssten Sie es, Herr Aiwanger, die FDP möchte den Beamtenstatus für Lehrer nicht abschaffen, sondern wir möchten den Lehrer im Angestelltenverhältnis attraktiv machen. Wir möchten, dass die Schulen selber über ihr Personal entscheiden können. Wir möchten insgesamt mehr Eigenverantwortung für die Schulen vor Ort, damit der zentralistischen Kultusbürokratie von Herrn Piazzolo klappt es nicht aus München heraus. Die Schulen sollen sich ihre Lehrer selbst aussuchen können. Und das heißt, sie sollen auch selber entscheiden, nehmen wir einen verbeamteten Lehrer, nehmen wir einen Lehrer im Angestelltenverhältnis. Und da wollen wir eben für beide attraktive Konditionen. Noch eine kurze Antwort von Ihnen, Herr Aiwanger. Auf alle Fälle war das bisher die Position der FDP, immer wieder den Beamtenstatus in Frage zu stellen. Und wenn Sie jetzt sagen, die Schulen sollen mehr Verantwortung übernehmen, das ist auf alle Fälle ein Punkt, den wir unterstützen. Aber es ist nicht so einfach zu sagen, dann würde der Laden automatisch laufen. Die können trotzdem sich so schnell nicht mehr Personal suchen. Was wir dringend brauchen, ist mehr Verwaltungspersonal an Schulen. Das muss jetzt kommen. Okay, Herr Böhm, wir gehen in die große Runde. Sie haben jetzt mehrfach genickt, neigen den Freien Wählern eher zu als die FDP. Und was sind Ihre Konzepte? Ich habe mit großem Interesse die Pressekonferenz von Piazzolo erfolgt. Er hat dort das halbvolle Glas gezeichnet. 100.000 Lehrkräfte in Bayern, der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband, hat das Glas halb leer gezeichnet. Von den 100.000 sind sehr viele unterhälftig Beschäftigte. Und der Verband hat ausgerechnet, ungefähr 3.000 vollzeitäquivalente Stellen fehlen in Bayern. Was ist Ihr Konzept, um den Lehrermangel zu beheben? Man muss es in drei Säulen denken. Zum einen ist es wichtig, dass wir hingehen und sagen, okay, ganz kurzfristig können wir eventuell irgendwo Lehrer anwerben aus anderen Bundesländern. Das ist natürlich insofern fragwürdig, als dass wir damit anderen Bundesländern in gewisser Weise gegenüber unserem finanziellen Vorteil in Bayern ausspielen. Das sehe ich etwas kritisch. Die zweite Säule ist die zu sagen, okay, hochqualifizierte Masterabschließende, und es sollte also die Note besser wie die angedachten 3,5 sein, die können eine Zusatzqualifikation machen, können die Lehrkörper verstärken. Und die dritte Säule, und die ist ganz wichtig, dass wir langfristig den Lehrerberuf interessanter machen, und zwar nicht nur extrinsisch mit Geld, sondern auch intrinsisch, indem die Position eines Lehrers gesellschaftlich wieder gestärkt wird. Herr von Brunn, Lehrerberuf interessanter werden, und wie gewinnen wir auch vor allen Dingen Lehrer hier in Bayern? Sie sind in der Zeit immer noch vorne, vielleicht eine kurze Antwort. Also ich will erst mal sagen, Kinder sind unsere Zukunft, und wir als SPD treten dafür ein, dass alle Kinder die gleichen guten Chancen auf ein erfolgreiches und glückliches Leben haben. Dafür brauchen wir viele gute Lehrkräfte an unseren Schulen. Wir wollen sie entlasten von unnötigen Verwaltungsaufgaben, indem wir mehr Verwaltungskräfte einstellen, indem wir Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen einstellen, die eben auch wichtige Aufgaben an der Schule haben. Das ist ein Vorschlag, den wir haben. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass in anderen Bereichen, wie zum Beispiel, wenn es um digitale Geräte geht, IT-Administratoren an den Schulen da sind. Wie gesagt, es geht einfach darum, in die Schule, in die Bildung zu investieren. Deswegen habe ich auch vorgeschlagen, 1 Milliarde Euro pro Jahr in Bildung in Bayern. In Bayern, weil Kinder unsere Zukunft sind. Und deswegen müssen wir da unsere Aufmerksamkeit besonders drauf richten. Herr Hagen, Bildung hängt immer noch weitgehend vom Geldbeutel ab, oder sehr stark zumindest. Wie ändern Sie das, oder wie würden Sie das ändern? Das ist der große Skandal im deutschen, insbesondere auch im bayerischen Bildungssystem, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht den Abschluss machen, für den sie eigentlich qualifiziert sind, sondern den Abschluss, den ihre Eltern gemacht haben, abhängig davon, in welchen sozialen Verhältnissen sie geboren sind, in welchem Stadtviertel sie wohnen. Und da müssen wir ganz dringend ran, zum Beispiel durch eine bessere frühkindliche Bildung. Da haben wir ja auch große Defizite in Bayern. Es fehlen 62.000 Kita-Plätze. Durch eine bessere individuelle Förderung, durch eine bessere Ganztagsschule auch. Wir wollen das Angebot für Ganztagsschule, auch da fehlen in Bayern massiv Plätze, sind wir bundesweit Schlusslicht, dass Kinder, die zu Hause nicht die Förderung durch ihr Elternhaus bekommen, das in der Schule entsprechend bewerkstelligen können. Das halte ich für die ganz große Herausforderung. Ich bin froh, dass es auf Bundesebene jetzt unserer Bildungsministerin gelungen ist, im Pakt mit den Bundesländern sogenannte Talentschulen ins Leben zu rufen, also Schulen in Brennpunktvierteln, die besonders gefördert werden durch den Bund, damit hier die Kinder zumindest ein Stück weit chancengerecht werden. Okay, Kita-Pflicht, Kita-Plätze war ein Thema. Wie sieht es eigentlich aus mit einer Kindergartenpflicht für die frühkindliche Bildung? Aber erstmal auch zu den Defiziten bei den Plätzen. Zunächst mal kann ich nur den Kopf schütteln, wie hier Bayern schlecht geredet wird. Bayern hat mit Abstand die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit und die wenigsten Schulabgänger.
ohne Schulabschluss. Da schaut es in allen Rot, Grün und Gelb mitregierten Bundesländern deutlich schlecht aus. Jetzt tun Sie ja, es war ja Bayern ein Entwicklungsland. Ich glaube, schauen Sie sich mal die Zahlen an, dann wissen Sie, was hier los ist. Und natürlich müssen wir im Kindergartenbereich und im frühkindlichen Bereich immer weiter nachrüsten, aber eben bedarfsgerecht. Und wenn Eltern und Großeltern in den ersten Jahren die Kinder noch gut zu Hause betreuen können, im ersten, zweiten Jahr. Das sind wirklich Familienbilder, die sind aus dem letzten Jahrhundert, Herr Aiwanger. In die Kita, und wo der Bedarf da ist, wird der weitgehend gedeckt. Jetzt sind sogar die Zugangs- Das ist ja 19. Jahrhundert. Reduziert worden, dass wir nicht mehr 5 Jahre ausbilden, sondern 4 Jahre ausbilden. Wir müssen auch aufpassen, dass hier nicht Qualitätsverlust einzieht. Aber wir tun sehr viel und ich glaube, es läuft nicht so schlecht, wie die Herrschaften hier tun. Ja, jetzt würde ich aber noch die Aussage, dass der Kita-Bedarf gedeckt ist, ist einfach nicht wahr. Ihr Faktenfuchs wird das rausfinden. Ja, dass nicht alle Wünsche erfüllt sind, aber die sind nirgends erfüllt. Es sei denn, in den Bundesländern. 60.000 Kita-Plätze in Bayern. Wir haben ja sehr viele Zuwanderer und wir haben sehr viele Zuzüge nach Bayern. Die müssen wir ständig unterbringen. In Ihren Ländern wandern ja die jungen Familien also weg. Ein klassischer Fall für den Faktenschutz. Aber ich würde gerne, Moment. Ich würde noch gerne Herrn Aiwanger fragen, Kindergartenpflicht, ist das was, wo Sie Ja sagen? Ich sage das letzte Jahr kostenfrei und verpflichtend, damit könnte ich leben. Okay, jetzt und Herr von Sie, Herr Böhm? Ja, also wenn wir nach Polen schauen, zu unseren polnischen Nachbarn, da gibt es sogenannte Klasa Nulla. Das ist das verpflichtende letzte Kindergartenjahr und unsere polnischen Nachbarn haben exzellente Erfahrungen damit gemacht. Also jetzt, Herr von Brunn, Sie wollten noch mal reagieren auf Aiwanger. Ja, ich bin wirklich schockiert, dass der Herr Aiwanger sich eigentlich auf das Niveau der AfD herabbegibt und sagt, Kita brauchen wir nicht, das macht die Familie. Das ist das wirklich von vorgestern Ihre Vorstellung. Ja, das haben Sie sehr wohl gesagt. Und 60.000 Kita-Plätze fehlen in Bayern. Ich möchte an der Stelle übrigens auch noch mal sagen, die AfD in ihren Programmen will die Kita für ein bis dreijährige abschaffen und die Frauen wieder zurück nach Hause schicken. Wir brauchen genügend Kita-Plätze, weil die Bildung in der Kita im Kindergarten anfängt, auch gerne ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr, damit alle Kinder eben die gleichen guten Chancen auf gute Bildung haben. Und das heißt nicht Bayern schlecht reden, sondern Bayern noch besser machen. Darum geht's doch. Ja, jetzt würde ich gerne Herrn von Böhm noch mal ein anderes Thema ansprechen. Im Grundsatzprogramm Ihrer Partei steht, die Inklusion sei ideologisch motiviert und wird deswegen abgelehnt. Warum wollen Sie nicht, dass behinderte Kinder mit nicht behinderten Kindern zusammen lernen? Das, was Sie gerade erwähnen, ist natürlich in der Art absolute Missinterpretation. Wir reden von Folgendem. Das hat der Höcke gesagt. Bei der Inklusion unterscheiden zwischen Kindern, die körperlich beeinträchtigt sind. Da kann ich mich selber erinnern, an der Mai-Schulzeit. Wir hatten einen Schulfreund, der im Rollstuhl saß. Da gab es noch keine Aufzüge in den Schulen. Da haben wir Dienst gehabt, immer 2 Mann. Die haben ihn im Rollstuhl die Treppe hochgetragen. Jetzt ist er Doktoringenieur. Das ist die eine Schiene. Und auf der anderen Schiene haben wir natürlich Kinder, die extrem verhaltensauffällig sind. Die zu inkludieren in normale Klassengemeinschaften, senkt das Lernniveau an den Schulen absolut ab. Da sind wir strikt dagegen. Kinder, die extrem verhaltensauffällig sind, die müssen natürlich separat an Sonderschulen beschult werden zu ihrem Nutzen. Und natürlich zu dem Nutzen der Kinder, die einen ganz normalen Bildungsbürger sind. Der Punkt ist klar. Ich hätte gerne noch Reaktionen von Ihnen, Herr Hagen und Herr Aiwanger, darauf. Ganz kurz. Also die UN-Behindertenrechtskonvention gilt auch für Deutschland und deswegen gilt natürlich auch die Inklusion in Deutschland. Ich bin nicht dafür, dass wir die Sonderschulen abschaffen. Ich finde, es muss ein Nebeneinander geben und entsprechend den Bedürfnissen der Kinder muss es dann die Regelschule geben, die Inklusion anbietet oder eben auch die Schule mit einer besonderen Form der Förderung. Soweit es fachlich sinnvoll ist, auf alle Fälle Inklusion. Aber es gibt Extremfälle, wo vielleicht Eltern darauf bestehen, mein Kind muss da drin jetzt mit den anderen unterrichtet werden. Und es ist nicht mal dann im Sinne des Kindes, wenn hier nicht adäquat auf dieses Kind eingegangen werden kann. Okay, wir sind jetzt wieder bei einem kurzen Break. Keine Werbepause, sondern es geht weiter mit Ja, Nein. Und da haben wir wieder eine Frage, Sie wissen, wie es geht. Brauchen wir mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Herr von Brunn? An manchen Stellen ja. Herr Hagen? Nein, nicht mehr Überwachung, lieber mehr Polizisten. Herr Böhm? Videoüberwachung an den Brennpunktstellen ist extrem wichtig. Und an bestimmten Stellen ja. Herr Aiwanger, sind Sie für eine 0,0-Promille-Grenze am Steuer? Nein, ich trinke zwar selber keinen Alkohol, aber ein bisschen über null kann man wohl vertreten. Wie viel bisschen? Ja, das müssen dann die Psychologen und die Mediziner sagen. Aber derzeit ist ja so, dass ein bisschen über null erlaubt ist. Aber wenn man in einen Unfall verwickelt wird, dann ist man schon ab 0,1 oder 2 oder 3 ja irgendwo ein bisschen mitschuld. Herr Böhm. Also die jetzige Regelung 03, 05, die hat sich eigentlich bewährt. Wir sollten lieber viel mehr darauf achten, dass weniger Leute unter Cannabis-Einfluss Auto fahren.
Herr Hagen? Die aktuelle Rechtslage ist ausreichend. Und Herr von Brunn als Letzter in dieser Fragestellung? Ich würde auch sagen, die aktuelle Rechtslage ist ausreichend, aber man sollte sich nie mit Alkohol an Steuer setzen. Ja, eine Frage im Sinne der Gleichbehandlung, im Grunde, die gestern auch fiel. Herr Aiwanger, wir fangen mit Ihnen an. Haben Sie schon mal gekifft? Nein. Herr Böhm? Nein. Hagen? Ja. Und wie sieht es bei Ihnen aus, Herr von Brunn? Auch schon mal, ist aber lange her. Okay, wissen wir Bescheid. Letzte Frage, ich fange wieder mit Ihnen an, Herr von Brunn. Brauchen wir ein Tempolimit auf den Autobahnen? Ja, finde ich schon. Herr Hagen? Kein allgemeines Tempolimit, wir haben ja schon ein verkehrsabhängiges Tempolimit. Herr Böhm? Kein Tempolimit. Kein Tempolimit. Ja, und nach diesem kurzen Break kommen wir zum nächsten Thema, Verkehrspolitik. Viele reden darüber, wie sind wir am Land eigentlich angebunden an Bussen und Bahnen, welche Taktung gibt es da, das ist schwierig. Dann reden wir natürlich auch über Ladesäulen, die noch fehlen in Bayern. Darüber können wir bestimmt gleich diskutieren, können sich viele die Verkehrswende überhaupt leisten. Und da gehen wir jetzt wieder in die nächste Runde. Ui, zwei Kärtchen haben wir noch drin. Und die nächste Paarung lautet... Hier mit Druck kommen. Aiwanger Böhm. Wer mag anfangen? Bitte, der Herr Minister zuerst. Dann fange ich kurz an. Also unsere Meinung ist ja, dass wir das Verbrennerverbot ab 2035 nicht wollen. Unsere Meinung ist auch ganz klar, dass wir natürlich den ÖPNV ausbauen wollen, dort, wo es Sinn macht, aber dass wir nicht am Ende mit leeren Bussen durch die Landschaft fahren, sondern dass wir ganz klar sagen, wir müssen mehr in die Digitalisierung gehen, dass wir mit Ruftaxis und Ähnlichem arbeiten. Ich bin auch ein Anhänger der Wasserstoff-Thematik im Verkehr. Wir brauchen im Lkw mehr Wasserstoff. Das muss bezuschusst werden vom Bund. Herr Wissing kommt leider mit den Förderbescheiden nicht um die Ecke. Wir könnten auch mehr Wasserstoff einsetzen im Bereich des Zugverkehrs. Viele Zugstrecken, gerade die Nebenstrecken, die hier keine Oberleitungen haben. Wir haben vor kurzem Kaufbeuren Buchloe mit dem Siemens-Zug befahren. Herr Böhm, Sie nicken nur, es ist kein Duell, oder? Sinnvoll hier mit Wasserstoff reinzugehen und ansonsten werden wir sehr stark weiterhin auf individuellen Verkehr setzen wollen. Ich bin nicht der Überzeugung, dass man den Menschen das Auto abgewöhnen sollte, wie es Rot-Grün teilweise vorhat und den Leuten vorgaukeln. Noch eine Minute 30, nicht mal mehr. Mit Herr Böhm, wenn Sie noch was sagen wollen, die Zeit ist gleich vorbei. Ich unterbreche den Kollegen Aiwanger ungern, aber es ist wirklich so, Sie haben das gerade angesprochen, uns trennt natürlich bei solchen Themen nicht allzu viel, hat auch was damit zu tun, dass wir beide sehr ländlich aufgewachsen sind, dass wir beide unseren ländlichen Regionen natürlich irgendwo verpflichtet sind. Der öffentliche Nahverkehr, wenn ich in München bin, das funktioniert absolut perfekt. Wenn Sie im Landkreis Kronach in Tschern wohnen, die Frau arbeitet in der Glashütte und der Mann vielleicht in Sonneberg im Krankenhausersatzpfleger, da brauchen Sie zwei Autos, das ist auch mit einem Auto nicht mehr getan. Da gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr. Und da nützt die Nacht das 49-Euro-Ticket nichts, weil es nützt sie nur was, wenn sie Verkehrsmittel dazu haben. Also insofern denke ich, Individualverkehr, wir haben in Deutschland die modernste und die beste Dieseltechnologie. Jeder Diesel, der einigermaßen leistungsfähig ist, braucht unter 4, teilweise um die 3 Liter Diesel. Was will ich da noch besser machen? Wie wenig Emissionen will ich noch darstellen? Wir sollten hingehen, sollten diese Dieseltechnologie, die in Bayern zum Großteil von Bosch in Bamberg produziert worden ist, stetig weiterentwickeln, um unseren Menschen, unseren Bürgern anständige, supersparsame Dieselfahrzeuge auf dem Markt zu bringen. Damit ist die Zeit vorbei. Wir schalten jetzt noch mal wieder zu Ihnen nach München mit der Bitte um eine kurze Antwort, Ihre Replik auf das, was die beiden gerade ja auch im Schulterschluss, also inhaltlich ähnlich gesagt haben. Also unsere Überzeugung ist eine andere. Der Verkehr der Zukunft muss bezahlbar sein und klimaneutral, also sauber. Wir wollen ein 29-Euro-Ticket für Bayern, mit dem man auch seine Kinder mitnehmen kann, ein regionales 29-Euro-Ticket. Wir wollen Bus und Bahn ausbauen, dass man wirklich auch auf dem Land genug hat. Aber wichtig ist mir trotzdem, Automobilindustrie steht für ein Drittel der Wertschöpfung in Bayern und wir werden in Zukunft auch nicht aufs Auto verzichten können auf dem Land. Und deswegen müssen die saubersten und zukunftsträchtigsten Autos auch weiter aus Bayern kommen. Kurze Nachfrage, Sie wollen das 29-Euro-Ticket für Bayern. Warum kriegt die Ampelkoalition in Berlin das nicht hin, das 49-Euro-Ticket zu finanzieren über das Ende des Jahres hinaus? Jetzt warten wir mal ab, was da kommt. Ich bin ein großer Fan vom 49-Euro-Ticket. Es ist ein großer Erfolg. Es hat zu einem unglaublichen Zuwachs der Fahrgäste geführt. Ich bin dafür, dass wir das auch weiter finanzieren.
gemeinsam mit den Bundesländern, weil es vielen Menschen erlaubt, mobil zu sein, die sich es vorher gar nicht leisten konnten. Wir sind in der großen Runde. Herr Hagen hat noch die Möglichkeit, jetzt entweder auf das Duell zu reagieren oder auf das 49-Euro-Ticket. Das Deutschland-Ticket ist ein großer Erfolg. Profitieren können davon natürlich nur Bürger, die dort wohnen, wo es einen öffentlichen Nahverkehr aber gibt. Ihr und Finanzminister sperrt sich. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das, im Gegenteil. Gibt das nicht die FDP, Realsatire, die FDP, dass so ein Verkaufsschlager nicht verlängert wird? Überhaupt nicht. Der FDP-Verkehrsminister Wissing ist der Erfinder dieses Deutschland-Tickets. Er hat es eingeführt. Christian Lindner hat es ermöglicht. Und jetzt ringen Bund und Länder. ÖPNV ist eigentlich Ländersache um die Anschlussfinanzierung. Aber es profitieren von diesem Deutschland-Ticket nur Bürger, die dort leben, wo es überhaupt einen ÖPNV gibt. 2/3 der Menschen wohnen nicht in den Städten, die wohnen in Bayern auf dem Land. Und deswegen stehen wir auch zum Auto. Und deswegen wollen wir aber auch den öffentlichen Nahverkehr dort ausbauen, wo es ihn bisher noch nicht oder nur sehr rudimentär gibt. Und da haben wir ein Riesenproblem, weil in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viele Milliarden Euro an Regionalisierungsmitteln für Infrastrukturprojekte fehlen werden, weil sie in München in dem Stammstreckenprojekt versickern. Deswegen, weil die Staatsregierung dieses Projekt 2,5 Jahre lang vertuscht hat, also das Scheitern dieses Projektes. Seit 2020 wusste die Staatskanzlei Bescheid von den Problemen. Die Verkehrsministerin Schreyer hat damals Lösungsvorschläge gemacht, wie man es beschleunigen kann. Die Staatskanzlei hat es 2,5 Jahre lang vertuscht, dieses Problem. Ein großer Skandal. Ein Punkt aus Ihrer Rede will ich aufgreifen, gerne Herr Aiwanger, ÖPNV. Über die Hälfte der Menschen würde sagen, wir nutzen jetzt den ÖPNV deutlich mehr, wenn er denn kostenlos wäre. Erlangen startet damit im Januar. Wann kriegen Sie das für ganz Bayern hin? Das werden wir so schnell nicht hinbekommen, denn irgendjemand muss am Ende die Soße bezahlen. Und das sind einfach Summen, die am Ende nicht erschwinglich sind. Jeder hätte gerne alles kostenlos, aber das wird nicht funktionieren. Was ist mit dem Vorwurf von Herrn Hagen, dass aufgrund des Stammstreckendilemmas die Gelder für die Regionalisierung des ÖPNV fehlen? Ja, eine Glanzgeschichte war dieses Stammstreckenthema nicht. Wir haben als Freie Wähler seit Jahren gefordert, die Außenäste zu ertüchtigen und so weiter und nicht alles auf die Stammstrecke zu konzentrieren. Aber jetzt ist man eben schon so weit drin im Thema, dass es nur noch sehr schwer ist, aus der Nummer wieder rauszukommen. Herr Böhm, viele Busse können aus Personalmangel nicht fahren. Wäre es denn nicht gut, fordern auch manche Verkehrsbetriebe, mal Personal aus dem Ausland zu rekrutieren, vielleicht auch Geflüchtete? Es müssen natürlich die Fahrer, die die Busse fahren, dafür qualifiziert sein. Wenn jemand Führerschein hat und kommt aus Syrien? Also ich bezweifle, dass jemand, der aus Syrien kommt, dort mit dem LKW irgendwo über die Landstraße geschippert ist, dem würde ich jetzt mein Kind im Schulbusverkehr nicht im ersten Moment anvertrauen wollen, sondern da würde ich erwarten, dass er genau nach den hohen Standards ausgebildet werden, die bei uns in Bayern, die bei uns in Deutschland herrschen. Aber dann ging es. Also ich persönlich bin der Überzeugung, dass es bei uns in Deutschland genug junge Leute gibt. Wir haben 2 Millionen Deutsche, die die Ausbildung abschließen, die man dann auf Intensivfahrkursen als LKW-Führerschein der Voraussetzung, es kostet ja schon über 10.000 Euro, zusätzlich dann noch ungefähr 3.000 Euro der Busschein. Da gibt es genug deutsche junge Männer oder auch Frauen, die man gut drauf ausbilden kann. Wie wollen Sie die gewinnen? Indem man natürlich den Beruf auch attraktiv gestaltet. Ich muss die Leute vernünftig bezahlen. Und es muss wieder im Ansehen ein guter Stand sein, Busfahrer zu sein. Gehen Sie heute hin und sagen zu jemand: ich bin Busfahrer. Okay, er ist Busfahrer. Ja, das ist genauso, als wenn ich sage, ich bin Pfleger. Er ist Pfleger. Ja, diese intrinsische Motivation der Menschen, solche Arbeit zu machen, die Herr kommt Hagen, nur mit gesellschaftlicher Anerkennung. Und diese gesellschaftliche Anerkennung ist auch bedingt durch die Politik, die jetzt in Berlin sehen, vollkommen verloren gegangen. Ich habe nur die Stirn gerunzelt, weil ich es nicht so wahrnehme, dass man geringschätzig auf Leute blickt, die einen Pflegeberuf haben. Also in meinem Umfeld ist das jedenfalls nicht der Fall. Leider ist es oft so. Leider. Ja. Herr Hagen, Stand jetzt gibt es in Bayern 20.500 Ladesäulen. Aktuell sind aber 8,3 Millionen Pkw in Bayern zugelassen. Wie soll unter diesen Vorzeichen die Mobilitätswende klappen? Sie wird unter diesen Vorzeichen nicht klappen und deswegen setze ich mich für einen Ausbau der Ladeinfrastruktur ein. Ich bin auch der einzige der hier anwesenden Politiker, der selber einen vollelektrischen Dienstwagen fährt. Bin sehr zufrieden damit, natürlich ein bayerisches Fabrikat. Und ich glaube, dass die Elektromobilität die Zukunft gehört. Ich glaube aber auch, dass die Politik technologieoffen bleiben sollte, weil es weiterhin Nischen gibt, für die der klimaneutrale Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen eine gute Lösung ist oder andere Technologien. Das sollten wir als Politik nicht vorgeben, sondern wir als Politik sollten gute Rahmenbedingungen schaffen. Wie sollen wir, Herr Aiwanger, da umsteigen bei so wenig Elektroladesäulen? Wasserstofftankstellen gibt es noch weniger.
Also wieder, Bayern hat die meisten Elektroladesäulen, sogar mehr als NRW. Wir haben ja, aber bei 8,3 Millionen zugelassenen Pkw. Ja, 8,3 Millionen, das sind ja überwiegend Benzin und Diesel, die brauchen ja keine Elektroladesäulen. Ja, aber wenn die umsteigen sollen, sollen die nicht umsteigen. Ja, man sieht, dass der Absatz der Elektroautos schleppend vor sich geht. Wir haben über 40 Millionen Autos in Deutschland und nur rund 1 Million geht Richtung Elektro. Also wir sind weit davon entfernt, dass die breite Masse der Bürger auf Elektro umsteigen will. Natürlich mit mehr Säulen geht es besser. Aber wenn man den Leuten einfach sagt, dass sie in ein paar Jahren den Verbrenner vielleicht verlieren, dann man verunsichert die Wirtschaft, man verunsichert die Bürger. Und es wird trotzdem nicht so kommen, dass jeder ein Elektroauto will. Wir waren jetzt schon, ja, Herr Böhm, ganz kurz eine Perspektive, noch eine Sichtweise mit reinbringen. Was uns allen gut täte, ich habe es gemacht, einmal mit Netzmeistern von irgendwelchen Überlandbergen zu sprechen, wie überhaupt die Leitungsquerschnitte, die Kapazitäten, unabhängig von irgendwelchen Kraftwerken sind. Ich erinnere mich noch an, leider ist niemand von den Grünen da, an theatralische Auftritte grüner Politiker, wir machen Elektroladesäulen an allen Straßenlampen. Die haben natürlich nicht gewusst, dass Straßenlampen mit 5x2,5 Quadratkabel durchgeschleift sind. Da kann ich noch nicht einmal einen Föhn anschließen, wenn alle Lichter brennen. Okay, Grün sind jetzt hier nicht da. Das, ja, leider, aber das sind Dinge, das sind da vertraut Herr Hagen auf die Innovationskraft Netz, aber dann brauchen wir ein paar Fake News gerade. Geld, das kostet Milliarden, das ist der Punkt. Herr von Brunn, Sie sagten Fake News? Ja, genau. Also wir haben jetzt im Moment, soweit ich weiß, 17.000 Schnellladesäulen in Deutschland, aber nur 14.000 Tankstellen. Und wir haben auch schon 40.000 normale Ladesäulen. Also es ist eine Riesenchance für die deutsche Automobilindustrie, dass wir eben auf die E-Mobilität setzen. Wir sollten Mut zur Zukunft haben. Wir sollten, ja, Technologieoffenheit ist gut, aber diesen Weg gehen. Und im Übrigen, der Elektromotor ist nicht nur wartungsfreundlich und hat eine lange Lebensdauer, sondern der ist auch hocheffizient, viel effizienter als der Diesel und auch effizienter als der Wasserstoff. Klare Position von Ihnen allen, klare Standpunkte, also eine Entscheidungshilfe für unentschlossene Wählerinnen und Wähler. Und wir haben jetzt schon über Abkopplung auf dem Land gesprochen durch Mobilität. Jetzt wollen wir das Thema gleichwertige Lebensbedingungen in Bayern noch thematisieren. Ist ja verankert in der Bayerischen Verfassung. Viele sagen, trifft aber noch bei weitem nicht zu. Wie steht darum wirklich? Das ist genau Thema für unser nächstes Duell. Noch ein Kärtchen drin. Ein Kärtchen drin. Jetzt können Sie es tatsächlich ausrechnen, oder? Wenn Sie mitgezählt haben. Wer, auf wen ich es jetzt rauslaufe. Wir auch nicht. Also, da steht Aiwanger von Brunn. Also, wie schaffen wir es, dass in Bayern keine Region abgehängt wird? Herr Aiwanger lässt Ihnen den Vortritt, Herr von Brunn. Wie er will. Ja, Aiwanger lässt mir den. Soll ich anfangen? Ich würde gerne hören, was der. Ja, gut. Bitte, fangen Sie an. Okay. Ja, also ich glaube, dass auf alle Fälle Bayern in den vergangenen Jahrzehnten zu zentralistisch regiert wurde. Es wurde alles nach München gesteckt, also von Universitäten bis große Firmen und so weiter. Und es war immer das erklärte Ziel der Freien Wählerpolitik. Und das war mit der Grund, warum wir auch damals in den Landtag gekommen sind, den ländlichen Raum zu stärken, zu sagen, Bayern ist größer als nur die Metropolregionen. Und wir sind jetzt gut dabei, hier aufzuholen, jetzt nicht nur wegen der Freien Wähler, auch die CSU hat mittlerweile den Kurs dahingehend geändert, dass wir die Start-up-Förderung auch im ländlichen Bereich, dass wir Firmenansiedlungen auch am flachen Land, dass wir weiter Wohnbau am Land ermöglichen wollen. Die Grünen sagen ja, möglichst keine neuen Baugebiete und alle sollen in die Städte ziehen, das wäre grundverkehrt. Wir versuchen einfach in der Fläche auch Mobilfunk, schnelles Internet, Erhalt der kleinen Schulstandorte, Erhalt der Krankenhäuser. Und das ist unser Ziel. Und da sehen wir wieder, dass uns Berlin hier in die Suppe spuckt, indem sie jetzt die Regionalisierungsmittel... Das ist das Stichwort, in die Suppe spucken. Noch eine Minute. Regionalisierungsmittel kürzt und vieles mehr. Eine Minute für Sie, Herr von Brunn. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, unsere Städte und Gemeinden zu stärken, damit die was für die Bürger tun können. Es sind allein 3 Bürgermeister, die jetzt für die SPD zum Landtag kandidieren, zum Beispiel Sebastian Koch in Wenzenbach bei Regensburg, der viel bezahlbaren Wohnraum geschaffen hat und viele Kita-Plätze. Oder auch Daniel Schreiner in Oberfranken in der Gemeinde Sparneck, der auch Wohnungen gebaut hat. Also das ist genau unser Konzept. Wir wollen die Städte und Gemeinden stärken. Wir wollen ihnen mehr Geld geben, damit sie bezahlbare Wohnungen bauen können, dass sie Kita-Plätze einrichten können, dass sie ihre Schulen gut ausstatten können. Dafür steht die SPD mit ihren über 200 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Bayern, viele davon auch in kleinen Gemeinden auf dem Land. Wir kennen uns aus und wir wollen den ländlichen Raum unterstützen. Wir waren diejenigen, die auch vorgeschlagen haben, dass das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse eben auch in die bayerische Verfassung kommt. Wir haben eine Enquete-Kommission im Bayerischen Landtag. Also für uns ist es wichtig, dass die Menschen gleich gut in Stadt und Land leben können. Also, da würde es nicht reichen mit der SPD zum Regieren.
20 Sekunden hätten Sie noch. Ja, also ganz klar, fällt nichts mehr ein. Wir müssen am flachen Land die Leute besser unterstützen. Und Berlin kürzt eben jetzt die Mittel, diese regionalen Wirtschaftsmittel und die Krankenhausfinanzierung, was zum Schließen von ländlichen Krankenhäusern führen wird. Also hier muss Berlin liefern, Herr Lauterbach muss liefern. Ja, Berlin muss liefern. Herr Hagen, die Zeit ist vorbei. Wir gehen in die große Runde. Was sagen Sie? Ich finde es interessant, dass Hubert Aiwanger da auf Berlin zeigt. Er hat Steuerpläne gemacht, die dazu führen würden, dass den bayerischen Kommunen 3 Milliarden Euro pro Jahr fehlen würden, dem bayerischen Staatshaushalt 12 Milliarden, dem Bundeshaushalt zwischen 100 und 150 Milliarden. Also auf der einen Seite den Bürgern sozusagen das Blau vom Himmel versprechen und dann in Kauf zu nehmen, dass das Geld vor Ort fehlt für wichtige Infrastrukturprojekte, ist meiner Meinung nach keine seriöse Politik. Herr Böhm. Beziehungsweise noch mal eine Antwort von Ihnen. Ja, es ist ja sehr lustig, dass ich jetzt mehr Netto vom Brutto fordere, was die FDP 40 Jahre gefordert hat. Wir sorgen dafür, aber seriös, finanziert. Tut es nicht. Also die Einkommensteuerbelastung der breiten arbeitenden Bevölkerung muss deutlich gesenkt werden. Wenn die FDP das ablehnt, dann tut ihr mir leid. Herr Böhm, wir haben in... Naja, aber nicht mit unseriösen Vorschlägen. Es ist nicht unseriös, das ist 2.000 bis 3.000 Euro. Völlig unseriös. Belastung pro Arbeitnehmer. Völlig unseriös. Brauchen unfinanzierbar und unseriös. Lindner sagt, der Arbeitgeber soll dem Arbeitnehmer 3.000 Euro steuerfrei geben. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Der geht lieber ins Ausland mittlerweile, weil er sagt, bei uns ist eh alles zu teuer. Und Berlin verdient an der Inflation und gönnt den Leuten nicht mal 2.000 Euro im Monat steuerfrei. Das ist überhaupt nicht wahr. Ihre Vorschläge würden unseren Staat in den Bankrott führen, Herr Aiwanger. Sie würden für die Staatspleite sorgen. Ein sehr hitziges Duell. Ich darf Herrn Böhm noch mal wieder mit ins Boot nehmen an dieser Stelle. Wir alle kennen die Rufe aus vielen bayerischen Dörfern, in denen es keine Gaststätte mehr gibt, keine Apotheke, keine Bank, kein Metzger und kein Bäcker und ich weiß nicht was alles. Der Letzte macht das Licht aus, heißt es manchmal. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass sich das ändert? Das, was Sie schildern, ist dramatisch. Und es sind nur Dörfer, es sind auch Kleinstädte, die genau vor der Situation stehen. Und es sind Mittelstädte, in denen 20, 30 Gewerbeimmobilien in besten Lagen mittlerweile leer sind. So etwas zu ändern, ist kein Spurt, das ist ein Marathon. Weil die Entwicklung, die uns dahin geführt hat, das ist eine Entwicklung, die über Jahrzehnte ging. Was ist die entscheidende Stellschraube, an der Sie drehen würden? Ich denke, die entscheidende Stellschraube ist die, dass viel mehr Menschen erkennen, dass unsere Großstädte auch durch die Überfremdung immer lebenswert sind und immer mehr Menschen dazu neigen, aufs Land zu ziehen. Mit einem Homeoffice-Arbeitsplatz kann ich vielleicht im schönen Lichtenfels, kann ich im schönen Kronach, kann ich im schönen Kulmbach leben, muss nicht mehr in München, muss nicht mehr in Nürnberg sein, habe lebenswerte Kleinstädte, die wieder neu belebt werden im besten Sinn. Und das ist eine gute Perspektive für diese kleineren Orte, wo auch der Wohnraum noch preiswert ist. Kein Lösungsvorschlag, sondern eigentlich eher ein Alarmzeichen, was Sie da skizziert haben, das Stichwort Überfremdung, Herr Hagen. Beides zusammen, ja. Lösung und Alarm. Ja, die AfD ist eine fremdenfeindliche Partei, das wissen wir. Herr Böhm hat aber einen Punkt. Ich bin vom Bahnhof weggegangen. Ja. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, Herr Böhm, und ich kenne mich, glaube ich, in Bayern ein bisschen besser aus als Sie. Es ist tatsächlich so, und da hat er einen Punkt, dass wir in Bayern besser werden müssen mit der digitalen Infrastruktur auf dem Land. Denn viele Menschen entdecken die Möglichkeiten des Homeoffice, sagen, toll, ich kann bei mir zu Hause wohnen bleiben und gleichzeitig in der Firma einer großen Stadt arbeiten. Aber das funktioniert eben nur, wenn eine digitale Infrastruktur da ist. Und da hapert es in Bayern doch noch an sehr vielen Stellen. Wenn wir über Hapern sprechen, Herr Aiwanger, dann kommt sofort die Frage, wann gibt es in Bayern keine Funklöcher mehr? Können Sie sich auf ein Jahr mal festlegen? Das ist nicht nur Sache der bayerischen Staatsregierung, sondern diese Dinge sind da ist Berlin privatisiert. Schuld. Wir sind, das ist privatisiert, Telekommunikation ist privatisiert und Bayern war das einzige Bundesland, das ein eigenes Förderprogramm aufgelegt hat für Mobilfunkmasten mit 130 Millionen Euro und wir haben hier über 100 Förderbescheide mittlerweile ausgereicht, dass Kommunen diese weißen Löcher füllen und der Freistaat Bayern, obwohl Telekom und Co. das tun müssten. So. Herr Hagen, Sie haben eben gesagt, Sie sind auf dem Land aufgewachsen. Früher war der Ortskern noch intakt. Wie, abgesehen von Digitalisierung, sorgt man dafür, dass man wieder so ein Herz bekommt irgendwie im Dorf, wo die Leute zusammenkommen? Ja, wir müssen für eine gute Infrastruktur sorgen. Dazu gehört neben der digitalen Infrastruktur, also schnellem Internet, natürlich auch das Angebot an Kita-Plätzen, die medizinische und pflegerische Versorgung, die gute Verkehrsinfrastruktur, öffentlicher Nahverkehr. Also es muss attraktiv sein, auf dem Land zu leben. Und ich persönlich finde, es ist attraktiv. Wir haben wahnsinnig viele attraktive Dörfer in Bayern. Die Leute, die ich da kenne, die leben auch gerne dort. Was für Firmen würden wir denn ansiedeln in Bayern, damit es da wieder mehr Jobs gibt, auch in der Region? Würden Sie mit Herrn Musk sprechen oder was ist die Strategie?
Also Firmen in Bayern in der derzeitigen wirtschaftspolitischen Großwetterlage, die ja von der Abrissammeltruppe in Berlin verursacht ist, Firmen hier neu anzusiedeln, das wird sehr schwer sein. Ich denke da vielleicht an Firmenerweiterungen von Hidden Champions. Wir haben da bei uns in unserer Heimatregion ja den einen anderen, der durchaus durch wirklich clevere Produkte trotz hohen Energiekosten dem internationalen Wettbewerb standhalten kann. Aber das sind sehr wenige Ausnahmen. Wir haben vorhin über die Deindustrialisierung gesprochen, über diesen Gap an Investitionsvolumen. In der jetzigen Situation, mit der jetzigen Bundespolitik auf bayerischer Ebene Ansiedlung in der Wirtschaft hinzubekommen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeiten. Das liegt nicht an uns in Bayern, das einzig und allein der Politik in Berlin geschieht. Ich würde jetzt gerne noch ein Thema ansprechen, das wir gestern auch schon angesprochen haben. Da geht es um Demokratie und Zusammenhalt. Das ist wichtig, darüber müssen wir sprechen. Wir haben einen Deutschland-Trend gesehen die letzten Tage. Deutschlandweit sind 55% weniger oder gar nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie Demokratie alles in allem funktioniert. Woran liegt das? Herr Hagen, Sie nicken gerade. Ich nicke, weil ich diese Umfrage kenne und weil sie mich erschüttert. Die Demokratie, unsere repräsentative parlamentarische Demokratie, ist etwas, auf das wir sehr stolz sein können. Es ist die beste Staatsform, die wir in Deutschland je hatten. Und die sollten wir wertschätzen, auch hier als Politiker, und sie nicht schlecht reden. Herr Böhm? Unsere Staatsform, die wir haben, ist nahezu ideal, wenn man die so versteht, den politischen Gegner eben nicht verächtlich zu machen, so wie wir es erleben, sondern wenn man mit dem politischen Gegner auf Augenhöhe redet. Man darf eben keine Brandmauern aufbauen, sondern man muss versuchen, den politischen Diskurs zu führen. Man muss mit guten Sachargumenten agieren und keinesfalls Menschen verächtlich machen, was wir jeden Tag bei uns erleben in Bayern und in Deutschland. Herr Aiwanger, haben Sie Brandmauern zur AfD? Natürlich, wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss und würden auch mit einer AfD nicht regieren und nehmen auch keine Mitglieder auf. Aber ich sage ganz klar, es wird die Demokratie derzeit nicht gelebt. Beim Heizungsgesetz vorgemacht und selbst bei so brisanten Themen wie bei der Zuwanderungspolitik, wo 3/4 der Bevölkerung eben eine striktere Zuwanderungspolitik wollen und Berlin sich jetzt erst in kleinen Trippelschritten ein bisschen bewegt, aber noch nichts tut. Also es wurde hier in der Vergangenheit von der Ampel systematisch gegen die Mehrheit der Bevölkerung regiert, was hier diese Spaltung in der Bevölkerung herbeigeführt hat. Demokratie heißt, die Regierenden müssen den mehrheitlichen Bürgerwillen umsetzen und nicht gegen den mehrheitlichen Bürgerwillen regieren. Ich bringe nur mit das Heizungsgesetz, als ich in Erding gesagt habe, regiert für die Mehrheit. Da wurde ich angegriffen ohne Ende. Genau das müsste die aber tun, um die Demokratie nicht zu gefährden. Also genau das meinte ich vorher, wenn Politiker anfangen, unsere parlamentarische Demokratie in Frage zu stellen. Das tue ich nicht. Natürlich, die Menschen müssen sich die Demokratie zurückholen oder Deutschland sei eine formale Demokratie. Ist von Ihnen so gefallen, der Satz? Ihr regiert gegen die Mehrheit. Nur weil Herr Aiwanger mit einem Gesetz unzufrieden ist. Übrigens ein Gesetz, das wir korrigiert haben und aus einem tatsächlich ursprünglich schlechten Entwurf dank der Hartnäckigkeit der FDP ein praxistaugliches und technologieoffenes Gesetz gemacht haben. Im Förderprogramm habt ihr wieder die Holzförderung Nur weil die Freien Wähler, die übrigens bei der letzten Bundestagswahl 2,5% hatten, der Meinung sind, es müsste anders laufen, heißt es nicht, dass unsere Demokratie nicht funktioniert. Unsere Demokratie funktioniert. Ja, was sagen dann die 55% der Bürger? Warum findet ihr es nicht so toll? Wieder nach Berlin spielen, München und Berlin lässt sich, Herr von Brunn, weil ihr in Berlin den Bundeskanzler stellt. Herr Aiwanger hat gesagt, Demokratie wird nicht gelebt in einigen Punkten. Ihre Replik darauf? Das ist natürlich eine komische Vorstellung. Es gibt viele Leute, die wünschen sich mehr Kita-Plätze in Bayern, bessere ausgebauten Ganztag, als es der Fall ist. Deswegen stellt man doch nicht Demokratie in Frage, weil das nicht passiert. Ich glaube, wir brauchen weniger Spaltung, weniger Aufhetzung und mehr konstruktives Lösen der Probleme. Im Moment haben wir ein ganz großes Thema, das ist nämlich die Bezahlbarkeit des Lebens. Deswegen sagen wir als SPD, für uns ist ein bezahlbares Bayern für alle ganz zentral. Also kurz zusammengefasst, nicht spalten, kein Populismus, sondern die Menschen zusammenführen und natürlich auch die Probleme lösen. Das ist die Verantwortung der Politik. Und da muss die Politik sich natürlich auch Kritik gefallen lassen, wenn sie diese Aufgabe nicht erfüllt. Jetzt können wir kurz die Zeiten einblenden. Es ist in etwa ausgeglichen. Wir schaffen das nie auf die Sekunde. Aber wir sind am Ende dieser Diskussionsrunden, dieser Duelle. Das fand ich sehr interessant. Und jetzt gibt es aber noch Schlussstatements. Und zwar 4-mal. Jeder hat die Chance, noch mal eine Minute ein Schlussstatement zu geben. Und wir gehen so vor, dass wir mit der kleinsten im Landtag vertretenen Partei beginnen und mit der größten enden. Das heißt, Herr Hagen, Sie beginnen
mit diesem Schlussstatement, das jetzt beginnt. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Sonntag wird es spannend. Nicht, weil in Frage steht, welche Partei stärkste Kraft wird oder die nächste Regierung anführt. Das wird die CSU sein und mit wie viel Prozent genau spielt eigentlich auch keine Rolle. Nein, spannend wird die Frage, ob wir auch künftig im Bayerischen Landtag eine liberale Stimme haben. Eine Stimme für die Freiheit, eine Stimme für die Marktwirtschaft, eine Stimme für die Bürgerrechte. Eine Stimme der Vernunft in aufgeheizten Zeiten. Und diese Frage dürfen Sie am Sonntag beantworten. Denn jede Stimme zählt und Ihre Stimme könnte am Ende den Ausschlag geben. Meine Damen und Herren, ich weiß, sachorientierte, kompetente, seriöse Arbeit, damit heizt man keine Bierzelte an. Ich weiß, mit Maß und Mitte macht man keine großen Schlagzeilen. Aber sind es nicht genau diese bürgerlichen Tugenden, Maß und Mitte, Kompetenz, Seriosität, die Politik dringend braucht, die auch Bayerns Zukunft guttun würden? Wenn Sie das auch so sehen, dann bitte ich Sie um Ihre Stimme. Stärken Sie am Sonntag die Liberalen. Wählen Sie mit beiden Stimmen die FDP. Das war exakt eine Minute. Martin Hagen von der FDP, herzlichen Dank. Wir sagen, von der Größe der Parteien her machen wir weiter. Dann ist Florian von Brunn jetzt dran von der bayerischen SPD, bitte. Ihr Statement. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bzw. die SPD, wir sind unserem Freistaat zutiefst verpflichtet und auch den Menschen, also Ihnen. Und ich war viel unterwegs in den letzten Monaten, habe mit vielen Menschen gesprochen, mit Unternehmern und Betriebsräten. Die brauchen bezahlbare und saubere Energie, die brauchen weniger Bürokratie, die brauchen mehr Fachkräfte, damit wir auch in Zukunft ein starkes Bayern haben. Ich war in Schulen und Kitas und habe mit Lehrkräften und Erzieherinnen gesprochen, die mehr Kolleginnen brauchen, um bessere Bildung eben auch bewerkstelligen zu können. Ich habe mit älteren Herrschaften gesprochen in Pflegeheimen, die gute Pflege wollen. Und ich habe mit jungen Leuten gesprochen, die endlich eine eigene Wohnung beziehen wollen, das aber nicht können, weil Miete und Kaution sie finanziell überfordern. Und deswegen brauchen wir bezahlbare Wohnungen. Und genau dafür treten wir als SPD ein. Für diese wichtigen Anliegen der Menschen. Dafür wollen wir in Bayern Verantwortung übernehmen. Und deswegen bitte ich Sie ganz herzlich um Ihre beiden Stimmen am Sonntag, am 8. Oktober für die SPD. Vielen Dank, Herr von Brunn. Herr von Böhm, Ihr Statement. Herr Böhm. Das von bitte weglassen, danke. Ja. Liebe bayerische Bürger, wir als AfD sind die Partei, die vom ersten Tag an vehement dafür eingetreten ist, Migration in unser Bayern, in unser Deutschland zu begrenzen. Wir sind die Partei, die von Anfang an dafür gesprochen hat, die Energiepolitik technologiebetrieben zu betrachten und nicht der Ideologie zu verfallen. Als kleines Dankeschön ist rund um mich herum, rund um unsere Partei herum eine Brandmauer aufgebaut worden. Wir haben in Deutschland gute Erfahrungen damit gemacht, 1989 eine Mauer einzureißen. Helfen Sie am Sonntag, am 8. Oktober mit jeder Stimme dazu, dass diese Brandmauer, diese unsägliche, die Antidemokraten um uns als die bürgerlichste aller Parteien hochgezogen haben, dass diese Brandmauer eingerissen wird und dass wir mit aller Kraft und gedeihlich für das Wohl unseres geliebten bayerischen Vaterlandes tätig werden können. Martin Böhm von der bayerischen AfD, genau eine Minute. Und das letzte Statement kommt von Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, es stehen schwere Jahre vor uns. Wir sehen eine Spaltung der Gesellschaft und wir sehen zunehmende Probleme, dass viele Menschen fürchten, sich das Leben nicht mehr leisten zu können, dass in Frage gestellt wird, ob sie in ein paar Jahren noch ein Verbrennungsauto kaufen können, dass sie überlegen müssen, ob sie noch Häuser bauen, die sie dann an ihre Kinder vielleicht gar nicht mehr weiter vererben können, weil die Erbschaftssteuer so hoch ist. Wir müssen also Leistung und Eigentum wieder schützen. Wir müssen wieder mehr auf die ganz normale Bevölkerung hören. Wir müssen das Thema der normalen Bevölkerung wieder zum Inhalt der Demokratie machen, nicht immer mehr politische Randthemen bespielen und die Alltagssorgen der Menschen beiseite schieben. Und insofern glaube ich, dass wir auch die nächsten Jahre als Freie Wähler mit Ihnen so weiter regieren wollen wie in den letzten Jahren. Ich war sehr viel unterwegs, habe sehr viel mit Bürgern gesprochen, will das auch weiterhin in Ihrem Sinne tun. Die Bürgeranliegen sind mir politischer Befehl. Ich will hier als Dienstleister der Bürger weiterhin auftreten, die Sorgen ernst nehmen, Lösungen finden und den Zukunftsoptimismus wieder ins Land zurückholen. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern an die Zukunft glauben und vernünftige Politik machen. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen. Vielen Dank für diesen politischen Wettstreit. Am Sonntag haben Sie dann die Wahl. Und dann sind wir gespannt, was da rauskommt. Wir werden ab 17.15 Uhr
berichten im Fernsehen, im Hörfunk, online. Checken Sie auch unseren Faktencheck jetzt schon morgen und dann einschalten, schnellsten und besten Hintergründe am Sonntag ab 17.15 Uhr. Und jetzt dranbleiben, weiter geht's nämlich mit dem Politikmagazin Kontrovers. Und Achim Wendler hat ganz genau zugeschaut und zugehört, wie hier diskutiert wurde. Und ich bin sehr gespannt auf die Analyse. Ja, Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.